Für jeden, der sich für Wein begeistert, ist es auf jeden Fall eine spannende Sache, hierher zu kommen. Man kann hier in historisch interessanter Landschaft Weinkultur genießen. Im Süden Sachsen-Anhalts und in Thüringen, außerdem in Brandenburg, liegt das Weinbaugebiet Saale-Unstrut. Das Gebiet ist das nördlichste und mit eines der kleinsten in Deutschland. Die Kulisse beeindruckt. Kloster, Dome, Burgen, historische Zeugnisse spicken die reizvollen Flusslandschaften von Saale und Unstrut. Die Terrassenlagen sind natürlich landschaftsprägend und werden von kleinen Hobbywinzern gepflegt. Und das ist sicherlich das Besondere hier in unserer Landschaft. Angebaut werden vorwiegend Weißweine. Das Besondere hier der Region ist der Weißburgunder, weil er einfach die interessanteste Sorte neben dem Müller-Thurgau ist für unsere Region. Am 51. Breitengrad liegt das Anbaugebiet. Keine Selbstverständlichkeit, dass dort hervorragende Weine gedeihen. Aber die Reben wachsen im Regenschatten des Harz, von der Sonne geküsst. Mittlerweile setzt man auch stark auf Rotweine. Entstanden bis zur Wende gab es ja hier an Saale-Unstrut nur zwei Betriebe. Das war die Winzervereinigung und das war das Landesweingut Kloster Pforta. Aber neben diesen Betrieben haben sich unheimlich viele Weingüter entwickelt. Gerade in den letzten 10 Jahren ist also die Vielfalt auch in den Betrieben enorm gewachsen. Und das hat natürlich auch die Region unheimlich bunt gemacht. Stete Entwicklung und gleichzeitig Tradition. Sekt zum Beispiel wird hier seit dem 19. Jahrhundert hergestellt. Neben vielen kleinen Sekthäusern gibt es hier natürlich auch eine große Sektkellerei, die hier deutschlandweit und weltweit bekannt ist für die Sektherstellung. Sei es deftig oder filigran, traditionell oder neu interpretiert, die Kulinarik ist genauso bunt und facettenreich wie die Weinlandschaft. Wein ist auf jeden Fall für mich Lebensfreude und Lebenskultur. Wenn man gutes Essen genießt, gibt es nichts Schöneres, als auch ein gutes Glas Wein dazu zu trinken. So, herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Seminar im neuen Jahr. Und an der Stelle auch nochmal alles Gute euch da draußen fürs neue Jahr. Schön, dass wieder so viele dabei sind. Die Resonanz war wieder sehr groß. Ich habe eben gerade schon mal drauf geguckt aus Niederösterreich, Schottland, Niederlande, Schweiz, Saarland, Berlin, München, Bochum, Stuttgart. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also ein paar habe ich mit Sicherheit vergessen. Und auch wieder die Weinerlebnisführer Baden-Württemberg sind da willkommen. Wie gesagt, Resonanz war groß zu unserem Thema. So groß, dass es zwischendurch wohl, was ich gehört habe, auch Engpässe gab bei den Weinpaketen. Also ich hoffe, dass jetzt alle sich ihre Weinpakete besorgen konnten, aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, denn wir haben ja auch ein spannendes Thema heute. Saale-Unstrut ist heute das Thema, das 11. Anbaugebiet in unserer Reihe und ja, neues Jahr. Alter Kollege, der Jörg Schweizer ist auch wieder dabei. Jörg, herzlich willkommen. Hallo. Was müssen denn die Zuschauer machen, wenn sie Fragen haben? Wenn sie Fragen haben? Naja, wir haben ja zwei Sachen. Wir haben einmal den Chat, da kann man natürlich auch was reinschreiben, aber am besten ist es die Frage- und Antwortfunktion benutzen. Wir leiten dann die Fragen, wenn wir sie nicht gleich selbst beantworten können, an unsere drei Experten weiter. Genau, das ist ein gutes Stichwort, drei Experten. Ich freue mich sehr, dass heute aus Hamburg, mitten im Anbaugebiet Saale-Unstrut zugeschaltet sind, die Sandra Wazeschka, die Luise Böhme und der Martin Gurks. Also mehr Experten geht kaum. Und ja, ich habe eben gerade ganz kurz im Chat gesehen, auf einem Auge, dass jemand drum gebeten hat, den Film nochmal zu zeigen. Wir stellen den Link zu dem Film, den gibt es online, gleich nochmal in den Chat rein. Da könnt ihr euch vielleicht später nochmal anschauen. Aber ich würde jetzt keine Zeit verlieren und gebe ab zu Sandra und den beiden Kollegen. Hallo Sandra, schön, dass es klappt. Und ja, ich übergebe dir das Wort. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass die Resonanz auf Saale-Unstrut gleich so hoch war.
Wir drei werden Sie heute in unser schönes Anbaugebiet entführen. Die beiden werden sich nachher auch selber noch vorstellen. Erstmal 3-4 Worte, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun kriegen. Mein Name ist Sandra Wazeschka. Bin eigentlich als Quereinsteigerin mal zum Wein gekommen, durfte in den letzten Jahren dann den Weinbauverband Saale-Unstrut als Geschäftsleitung leiten und bin zwar jetzt beruflich wieder auf anderen Wegen unterwegs, aber bin weiterhin in der Schutzgemeinschaft aktiv, in vielen Gremien, was den Wein angeht. Und seit vielen, vielen Jahren ist es mir eine große Freude, Weinproben über Saale-Unstrut, über Schulungen über Saale-Unstrut zu geben und freue mich, dass wir das heute Abend in diesem Rahmen machen können. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, denn wo liegt denn Saale-Unstrut? Wir durften es gerade schon mal eindrucksvoll in den Bildern sehen. Kleinen Moment. Ich hoffe, Sie sehen die Präsentation. Gerade ein kleines Startproblem. Kleinen Moment mal. Vielleicht an der Stelle die obligatorische Frage kam schon im Chat. Welcher Wein wird zuerst verkostet? Wir fangen mit dem Gutedel an. Also wer will, kann den auch schon mal aufmachen. Also ich habe das auch schon getan und schon mal reinschnuppern. Der Gutedel kommt dann nach ein paar theoretischen Infos zum Anbaugebiet. Und danach haben wir den Weißburgunder und dann den Rotwein am Ende. Ja, Sandra, jetzt dürfen wir in der Präsentation, also herzlich willkommen im Land aus Wein und Stein. Ja, Sandra, Land, Wein und Stein. Sandra, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du hast noch nicht den Präsentationsmodus. Du hast den Modus, dass wir deinen Modus... Kleinen Moment, dann machen wir es nochmal. Dann gehen wir einfach auf den... Jetzt müssten wir es richtig haben. So. Richtig, jetzt... Jetzt passt es. Jawohl, ja. Sorry für die Unterbrechung. Geht das wieder nicht weg? Also die Karte haben Sie mit Sicherheit der ein oder andere schon im Laufe der Seminare gesehen. Wir sehen hier unsere 13 Weinanbaugebiete und wenn wir einmal hineinschauen, dann stellt Saale-Unstrut doch gleich etwas ganz Besonderes dar. Denn Saale-Unstrut kennt keine Grenzen. Wir sind gleich mal über 3 Bundesländer verteilt. Der Großteil liegt eben im schönen Sachsen-Anhalt, der etwas kleinere Teil im Thüringer Teil. Und bis nach Brandenburg, bis Werder an der Havel zieht sich Saale-Unstrut und ist damit eins der nördlichsten Anbaugebiete überhaupt. Und ich mache mal gerne so am Anfang mal dieses kleine Spiel. Klar, Saale-Unstrut ist eins der kleineren Weinanbaugebiete, aber würde man jetzt nur diesen großen Kasten nehmen, also nur die Ausdehnung in Thüringen und Sachsen-Anhalt, würden wir auf stolze Ausmaße vom Südwest Süd-Nord zu Ost-West von 11.500 Quadratkilometern kommen. Und wenn man jetzt annehmen würde, wir würden davon nur 0,5% bestocken, könnten wir den Franken direkt Konkurrenz machen. So ist es natürlich nicht. Wenn wir einmal auf die nächste Folie schauen, ich hoffe, Sie können es gut sehen. Saale-Unstrut tatsächlich auf Platz 9. Und man sieht schon, der Rheingau dann deutlich größer noch einmal. Wir sind also tatsächlich, ich sage es immer mit einem kleinen Augenzwinkern, das größte der kleinsten deutschen Weinanbaugebiete. 4 haben wir uns hinter uns gelassen. Nächsten Monat wird ja dann das sächsische Weinanbaugebiet auch nochmal vorgestellt. Und und wir sind auf jeden einzelnen Hektar, den wir mittlerweile haben, wirklich sehr, sehr stolz. Wenn man einmal hineinschaut, dann sieht man ganz klar, dass es vor allen Dingen die Flüsse sind, die Saale und Unstrut prägen. Saale-Unstrut, klar, das Anbaugebiet ist auch nach diesen beiden Flüssen benannt. Aber es sind eben nicht nur diese beiden Flüsse, die die Rebflächen auszeichnen, sondern es zählen auch noch Weiße Elster und die Ilm dazu. Die Weiße Elster macht dann nochmal einen Knick. An der Weißen Elster vor allen Dingen die Rebflächen um die Stadt Zeitz gelegen.
Wenn man einmal hineinschaut, so kommt die Saale quasi von Franken her in das schöne Thüringen hinein, fließt dann nach Jena entlang der Domburger Schlösser bis hin nach Camburg, wo wir heute sitzen. Also wir sind tatsächlich heute in der Saalestadt zusammengekommen. Und die Unstrut kommt eigentlich quer durch Thüringen hindurch. Und sobald sie aber Sachsen-Anhalt küsst, sieht man, dass dort vor allen Dingen die Rebflächen sich aufreihen. Der vierte Fluss ist die Ilm eben quer durch Thüringen entlang der Weimarer Rebflächen entlang, dann Bad Sulza, wo auch unsere Weinstraße von Saale und Unstrut beginnt, fließt sie dann kurz bevor wir in Sachsen-Anhalt landen, in die Saale hinein und schlängelt sich dann weiter bis nach Naumburg. Und in Naumburg, kurz hinter Naumburg, befindet sich der wunderschöne Blütengrund, einer unserer expolierten Lagen in Saale und Unstrut. Und dort fließt dann die Unstrut in die Saale hinein, bis sie dann eben weiter bis nach Halle herauffließt. Aber es sind nicht nur die Flüsse, die Saale und Unstrut prägen, es ist vor allen Dingen das Wasser auch allgemein. Wir haben den größten derzeit den größten künstlich angelegten See überhaupt im Anbaugebiet, nämlich den Geiseltalsee, entstanden wirklich aus einem alten Braunkohlegebiet, was nach und nach geflutet wurde. Und auch dort wird eben wieder Weinbau betrieben. Das war ein großes Projekt damals. Und gucken wir in den Norden hinein vom Kerngebiet, so sind wir kurz zwischen Halle und Lutherstadt-Eisleben. Und dort befindet sich Höhenstedt und die Mansfelder Seen, der Kerner See und der Süße See. Und dort eben auch eine unserer exponierten Lagen, wo eben sehr viel Weinbau betrieben wird. Und gucken wir in unsere kleine Enklave nach Potsdam hoch, nach Werder an der Havel, dann sieht man natürlich, wie es der Name auch schon sagt, dass die Havel eben dort das führende Gewässer ist. Ja, einfach auch mal in den Bildern zu sehen, ganz oben wirklich mal ein schöner Kanuausflug. Ist auch hier sehr, sehr beliebt auf der Unstrut. Der Blütengrund, wie ich schon erwähnt habe, hier kommen Saale und Unstrut gemeinsam zusammen. Und ganz unten ein Blick auf den Geiseltalsee. Wer sich jetzt fragt, was ist das dort für ein Gebilde, was ist das für ein komisches Labyrinth? Es nennt sich der Irrgarten im Urpferdchen. Als der Geiseltalsee geflutet wurde, hat man eben sehr, sehr viele verschiedene Fossilien gefunden, unter anderem das Urpferdchen, das Geiseltaler, was 50 Millionen Jahre alt ist und an diese Entdeckung angelegt, eben dieser Irrgarten davor. Viele sagen ja immer, Saale, Unstrut, ja, es ist mir noch ein bisschen unbekannt, wer einmal hier war, kommt gerne wieder. Aber so unbekannt ist es gar nicht, denn vor allen Dingen, wenn wir kulturhistorisch schauen, haben wahrscheinlich die meisten vor dem Bildschirm diese Dinge, die hier auf dem Slide zu sehen sind, wirklich schon mal gesehen. Einmal die berühmte Himmelsscheibe von Nebra, die eben mitten in Saale Unstrut entdeckt wurde. Und zum anderen das UNESCO-Weltkulturerbe, der Naumburger Dom. Und alle unter Ihnen, die gerne vielleicht mal ein Kreuzworträtsel machen, werden Sie kennen, die Uta, die schönste Frau des Mittelalters, die eben eine der Stifterfiguren des Naumburger Doms ist. Und so, denke ich, ist dem einen oder anderen Saale Unstrut tatsächlich schon einmal begegnet. Ja, nun freue ich mich. Also so ein Abend Weine sollte man gemeinsam genießen und auch Saale Unstrut vorzustellen, wäre sehr trocken gewesen, wenn ich das heute, glaube ich, den ganzen Abend alleine gemacht hätte. Und deswegen habe ich mir zwei Fachleute mit dazu eingeladen und ich würde einfach erst das Wort nach rechts geben, dann das Wort nach links, weil ich glaube, es ist immer am sympathischsten, wenn man sich selber vorstellt. Auch von mir ein herzliches Willkommen heute hier aus dem nördlichsten Qualitätsweinanbaugebiet aus Deutschland vom 51. Breitengrad. Ich darf mich ganz gern vorstellen, ich bin Luise Böhme, bin 21 Jahre alt und mit meinen doch noch sehr jungen Jahren mittlerweile schon Jungwinzerin an Saale und Unstrut. Bin aufgewachsen in einem kleinen Familienweingut in der Unstrut. Wir haben es gerade schon mitbekommen, die Unstrut, eine der Flüsse, die natürlich namensgebend ist für unsere Region, Saale-Unstrut. Bin tatsächlich so ein bisschen über Umwege oder habe durch Umwege den Weinbau zum Lieben gelernt, war tatsächlich sehr, sehr lange in der Sportbranche tätig, war mal
ehemalige Leistungssportlerin, Siebenkampf und Hochsprung und bewirtschafte nun aber tatsächlich in einer der steilsten Lagen im Freiburger Schweigenberg, dort nun meine eigenen Terrassen in knappen Hektar mit Riesling. Und seien Sie es jetzt schon bewusst oder lassen Sie es sich gerne sagen, Leistungssport ist nichts dagegen. Ich denke, in den Steillagen dort zu arbeiten, in gerade so schöner Kulisse, ist einfach viel schöner. Und freue mich heute auch wahnsinnig, mit Ihnen hier zu sitzen und freue mich dann auch schon direkt, den ersten Wein mit Ihnen zu verköstigen. Und jetzt freue ich mich aber auch, Martin Gorks, erzähl was zu dir. Danke, Luise. Ja, zu meiner Person. Ich bin auch Winzer, natürlich in der Saale-Unstrut-Region. Von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen hier in dem Livestream und dem gemeinsamen Verkosten von Saale-Unstrut-Wein. Ja, zu meiner Person. Ich bin mit 16 Jahren direkt schon auf den Wein aufmerksam geworden und habe gesagt, Mensch, ich will Winzer lernen. Komme allerdings nicht aus einem Weinbaubetrieb. Also in dem Sinne bin ich auch Quereinsteiger. Das Einzige, was war, meine Großeltern hatten ein halbes Hektar, also Weinbergsfläche, und haben das in die Genossenschaft abgeliefert, quasi als Genossenschaftswinzer, wovon es in der Region noch sehr viele gibt. Und dort habe ich mir den Weinbau gelernt und habe dann mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Winzer zu machen. Das habe ich in der Pfalz gemacht. Dort habe ich 3 Jahre lang den Winzer gelernt und dann habe ich anschließend nochmal 2 Jahre den staatlich geprüften Wirtschafter und dann nochmal 1 Jahr den Weinbautechniker gemacht. Das habe ich alles, wie gesagt, in der Pfalz bzw. in Bad Kreuznach gemacht. Allerdings hat es mich dann wieder zurück in die Heimat gezogen und ich habe die Fläche von meinen Großeltern dann übernommen. Wie gesagt, aus dem halben Hektar, dabei ist es nicht geblieben. Ich habe dann ein bisschen mehr gemacht. Mittlerweile bin ich bei 3 Hektar Rebfläche. Und die habe ich bis vor kurzem jetzt noch in die Genossenschaft abgeliefert. Aber mittlerweile sind wir dabei, unser eigenes Weingut aufzubauen, weil wir auch gerne selbst unser Produkt quasi von der Rebe bis auf die Flasche bringen möchten. Ja, ich freue mich heute Abend gemeinsam mit Ihnen die Weine zu verkosten, die in die Saale-Unstrut-Region etwas näher zu bringen. Und ja, gebe wieder zurück zu dir, Sandra. Ja, ich hoffe, dass Sie sich jetzt nach und nach den ersten Wein einschenken. Das werden wir jetzt nämlich auch tun. Und ich weiß schon, so die Resonanz war, ja, warum kommt denn jetzt ausgerechnet ein Gutedel von Saale-Unstrut? Keine Sorge, wir wollen den Markgräflern nicht, Sie müssen nicht bei uns einreiten. Wir wollen Ihnen Ihren Gutedel nicht abspenstig machen, aber Gutedel ist wirklich eine Sorte, die in den letzten Jahren oder die eine lange Tradition auch in Saale-Unstrut hegt. Und bei über 80 Rebsorten, wo wir gleich noch mal ein bisschen auch hier in der Diskussion ein bisschen drauf eingehen werden, ist es gar nicht so einfach, 3 Weintypen auszuwählen. Und ich denke aber, dass der Gutedel perfekt das verkörpert, was eben einen tollen, spritzigen QBA von Saale-Unstrut auch auszeichnet. Und in diesem Sinne erstmal zum Wohl. Was würdet ihr sagen, so Gutedel, wirklich so für den Qualitätsweinbereich, so ein typischer Einsteiger, frisch, fröhlich? Also ich finde immer, wenn ich einen Gutedel aus Saale-Unstrut denke oder eben wie jetzt hier im Glas habe, ich finde immer, wir haben vor allem in der Nase sensorisch viele einheimische Früchte, die mich daran gerne erinnern, vielleicht schon ein bisschen in Richtung Birne erinnernd, aber dann hat man eben auch wirklich schon diese wirklich feine Walnussaromatik, vielleicht auch ein bisschen hingegen in Haselnussaromatik. Und ich denke, dass das bestätigt dann sich eigentlich sehr, sehr schnell am Gaumen. Aber ich finde eben auch schon, wie Sandra eindeutig eben am Anfang auch schon gesagt hat, es ist eben wirklich ein toller Einstiegswein. Ein Wein natürlich, der hauptsächlich in der Qualitätspyramide immer bei den Gutsweinen thematisiert wird, in den Weingütern. Und genau, finde aber eben wirklich auch ein toller Speisebegleiter. Gerade im Sommer stelle ich mir den, ist ein sehr unkomplizierter Wein und ich denke, es macht doch einfach Spaß, davon eine Flasche zu trinken. Ich finde es interessant an einem Gutedel, dass er ist halt ein recht leichter Wein und die Aromen, die du genannt hast, die prägt er zwar aus, aber vor allem ist der Gutedel dadurch geprägt, dass er sehr den Boden widerspiegelt, auf dem er wächst, weil er halt relativ wenig eigene Aromen hat, tut er halt extrem das Terroir bzw. die,
die verschiedenen Bodengegebenheiten beziehungsweise die klimatischen Bedingungen, auf denen er gewachsen ist, tut er sehr gut widerspiegeln. Das ist immer eine sehr interessante Geschichte. Daher gibt es halt verschiedene gute Eselgeschichten. Ja, ich finde auch gerade in den letzten Jahren, und deswegen finde ich, so ein Gutedel ist eben auch ein toller Einstieg auch in die Weinproben, was man immer so feststellt. Also ich sehe mich mit Gutedel immer im heißen Sommer auf der Terrasse sitzen, wirklich so als der macht einfach Spaß im Glas. Und wenn wir in die letzten Jahre hineinschauen, egal welche Witterungsbedingungen wir hatten, der Gutedel hat eigentlich immer gezeigt, dass er uns Freude ins Glas bringt. Manch andere Rebsorten haben uns jetzt gerade in den letzten Jahren doch ein bisschen mehr geärgert. Und er ist einfach ein Garant dafür, dass wir eine schöne Frische im Glas haben, auch so leichte Zitrusaromen häufig. Von dem her denke ich, es ist ein guter Einstieg in die Saale-Unstrut-Region. Und weil halt diese Diskussion ist, ja, was ist denn typischer Wein? Also was ist so die typische Rebsorte für Saale-Unstrut? Ich denke, den Garant schlechthin werden wir Ihnen nachher noch präsentieren können. Aber ich möchte Ihnen mal zeigen, was denn Saale-Unstrut so auszeichnet. An Rebsorten. Vielleicht werden Sie es dann auch etwas besser verstehen, warum es gar nicht so einfach ist, so ein Saale-Unstrut, was einen typischen Vertreter sofort zu benennen. Ja, aber Martin, auch nochmal Bezug nehmend auf deine Aussage, die du getätigt hast, weil du natürlich davon wieder gespiegelt hast, dass man eben vor allem im Gutedel diese Terroir-Komponente eben wirklich sehr, sehr gut herausspielen kann. Vorherrschende Böden bei uns in Saale-Unstrut sind natürlich der Buntsandstein. Genau, Buntsandstein und natürlich genau Muschelkalk vor allem. Und ich denke auch gerade in Bezug auf Muschelkalk-Verwitterungsboden, den man natürlich so mit am meisten bei uns in der Region findet, ist vor allem Gutedel oder hat da eben Gutedel auch einen wahnsinnigen oder schönen Standort natürlich gefunden, um dass dann man eben auch so einen schönen, wie Sandra beschrieben hat, schönen Sommerwein einfach in der Flasche hat, der eben wirklich so einen leichten, spritzigen Charakter hat, mit dem man sich einfach auch mal gut auf die Terrasse setzen kann, ein schöner Speisebegleiter sein kann und wo man auch einfach mal einen Abend mit der Flasche Wein eben wirklich Gefallen dran finden kann. Und ja. Genau deswegen finde ich das absolut richtig zu sagen, dass eben im Gutedel diese Terroir-Komponente absolut zum Ausdruck kommt. Vielleicht eine kurze Frage aus dem Chat, und zwar die Abgrenzung. Gutedel kennt man ja hauptsächlich aus dem Markgräflerland in Baden. Wie ist da die Charakteristik im Vergleich? Könnt ihr das sagen? Also Gutedel? Also wir haben Gutedel derzeit rund 22 Hektar im Anbau. Also es ist jetzt nicht die größte Fläche, aber es ist auch nicht die kleinste Fläche, die tatsächlich für den Gutedel steht. Und es ist tatsächlich so ein Wein, der sich auch in vielen Weingütern wiederfindet. Also der oft im Basissegment einfach auch die gute Basis darstellt und der auch sofort als Empfehlung kommt. Also all unsere großen Weingüter haben tatsächlich den Gutedel. Der Gutedel ist auch einer der wenigen Rebsorten, die auch im Zuge der ganzen Geschichte von Saale-Unstrut, wo wir auch jetzt mal gleich mal noch ein bisschen reinblicken werden, immer schon da war. Also auch zu DDR-Zeiten gab es den Gutedel schon in Saale und Unstrut. Okay. Es gibt übrigens positives Feedback auf den Gutedel vom Weingut Klaus Böhme hier im Chat. Das wollte ich nur einfach sagen. Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Weil meiner ist auch gut und der ist nicht vom Weingut Klaus Böhme. Okay. Irgendwie ist mir gerade gesperrt worden, dass ich den Bildschirm freigeben kann. Ich probiere schon die ganze Zeit. Wir hatten es ja vorhin probiert. Ja, ich werde das nochmal noch mal reinschauen. Dann wäre das mein Fehler. Ist aber kein Problem. Also ich muss jetzt gestehen, ich habe die Bildschirmfreigabe beendet, weil deine Windows-Anzeige, welchen Bildschirm du gerne möchtest, war ja, gerade...
Genau, also wie gesagt, wir hatten das Problem, dass der Monitor gar nicht mehr angezeigt wurde und dann wurde, also wir können es ja nochmal probieren. Genau, einfach nochmal loslegen und alles kein Problem. Weiß jemand, was die Eltern vom Gutedel sind? Die Frage kommt auch. Wer das weiß, der soll das mal sagen. Okay. Das haben sie, glaube ich, bis jetzt noch nicht 100% festlegen können. Okay. Es ist ja so, dass die ersten Vermutungen waren ja, dass der Wein schon aus Ägypten irgendwie mal mitgebracht wurde. Mhm. Und aber aktuell ist, glaube ich, so der Stand, dass die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse halt doch gesagt haben, dass es irgendwie vor Alpenland Richtung Frankreich, Schweiz gehend, dass er dort irgendwo herkommt. Ja, und dass dort die Ursprünge des Gutedels sind. Aber wer jetzt genau die Eltern des Gutedels sind oder Das wurde noch nicht festgestellt. Ja. Aber das macht ihn ja so interessant, dass er trotzdem noch bis heute Bestand hat. Genau. Und wie kam er dann? Saale Unstrut? Hat ihn wahrscheinlich irgendjemand mitgebracht, dann aus der Schweiz oder aus der Ecke? Ja. Also wir werden, wie gesagt, jetzt gleich mal auf die Rebsortenproblematik ein bisschen eingehen. Wir hatten nur gerade das Problem, dass leider der zweite Monitor nicht mehr angezeigt wird. Aber wir probieren es einfach jetzt nochmal, dass wir es geteilt bekommen. Also mir wird das Teilen komplett untersagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu sehen ist oder nicht. Jetzt ist dein PowerPoint-Programm zu sehen. Also nur mal kurz raus an alle. Sorry, das ist für die technischen Probleme, aber ich glaube, da haben wir alle Verständnis für. Also wir sehen jetzt deine PowerPoint. Du musst jetzt auf der PowerPoint wahrscheinlich starten, die Präsentation, und dann, ja genau, und dann müssen wir es sehen. So, jetzt hoffen wir es mal. Also das ist alleine nur mal die Auflistung der größten Rebflächen, was den Weißwein angeht. Also man sieht schon, die Liste ist lang. Noch ist es angeführt von Müller-Thurgau. Wir haben auch, als ich die Präsentation zusammengestellt habe, haben wir vorher mal drüber durchgesprochen. Und da meinten die anderen zwei, und hat es der Weißburgunder schon geschafft, weil wir werden in der zweiten Runde nachher einen Weißburgunder probieren können. Die Entwicklung zeigt einfach, dass keine zweite Rebsorte so gut zu Saale und Unstrut passt. Wir hatten es gerade, Muschelkalk, Buntsandsteinböden. Dort fühlen sich die Burgundersorten einfach ganz besonders wohl. Das heißt, ich denke, so ein, zwei Jahre, dann werden wir den Weißburgunder an der Spitze stehen haben. Natürlich gibt es auch bei uns Riesling. Wäre jetzt, glaube ich, für das Seminar nicht unbedingt die Wahl Nummer eins gewesen. Ich denke, Riesling, da konnten sie schon gute Pakete probieren, wirklich tolle Rieslinge, auch aus den anderen Anbaugebieten. Der Bacchus ist auch so ein Phänomen in den letzten Jahren. Ich finde gerade, was sagt ihr so, diese fruchtigen Rebsorten spiegeln auch so ein bisschen den Zahn der Zeit wieder, sind immer mehr am Kommen, was man eben auch sieht, nicht nur der Bacchus, der eigentlich gut läuft, Kerner etc., dort ist die Nachfrage eigentlich in den letzten Jahren gestiegen. Das ist sehr gefragt bei Leuten, die halt wirklich ein bisschen so die blumigen Weine mögen. In anderen Regionen ist da oftmals die Scheurebe sehr stark vertreten. Die ist bei uns eher eine Randerscheinung. Und da, also als Vertreter für diese blumigen Weine, vielleicht auch mal halbtrocken oder sogar lieblich ausgebaut, ist halt der Bacchus ein ganz ordentlicher Vertreter, der sich hier in der Region, denke ich, in einigen Weingütern etabliert hat. Auch mit in dem Basissegment, so neben dem Müller-Thurgau und auch dem Gutedel, reiht er sich da irgendwo als Einstiegswein und als blumiger Vertreter mit ein. Würde ich jetzt auch behaupten wollen, gerade in vielen großen Betrieben ist eben, wie Sandra es auch schon angesprochen hat, Kerner oder Bacchus, vielleicht meistens auch beide, eigentlich immer zu finden, da wir uns ja als Weingüter an Saale und Unstrut auch über eine sehr große Rebsortenvielfalt natürlich definieren. Und Bacchus wie auch vielleicht auch ein Gutedel sind dann aber natürlich Weine, die eben man vorrangig natürlich im Gutsweinsegment zu genießen lässt. Und sind, denke ich, auch Weine, Bacchus sowohl auch der Kerner, eben wirklich schöne Terrassenweine, die eben wirklich geeignet sind für den Sommer. Genau, sehr spritzige Weine. Ja, und das zeigt sich, glaube ich, auch. Also man findet eben an Saale und Unstrut dann auch Sorten wie den Sauvignon Blanc, auch Cabernet Blanc. Und ich glaube, auch das ist für Saale und Unstrut, ich denke, Piwi ist ja auch immer wieder so eine Diskussionssache, also Piwi, Pilzwiderstandsfähigkeit
widerstandsfähige Rebsorten. Und man sieht schon, dass hier auch die eine oder andere doch mit aufgelistet ist. Natürlich nicht gleich an der Spitze. Aber es wird auch schon viel probiert, weil einfach unser Kundenkreis kennt Saale-Unstrut als vielschichtiges Gebiet. Und ich denke, das macht es auch ein bisschen einfacher, auch in diese Richtung zu experimentieren. Genau. Ich denke auch gerade bei uns im Gebiet, sicherlich gibt es das ein oder andere Weingut, was da sehr experimentierfreudig gerade mit Piwi-Rebsorten ist. Ich denke aber auch, dass viele Weingüter mittlerweile, gerade wenn es um Cuvée geht, Cuvée Weiß, dass man dann doch gerne mal eben auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten zurückgreift und dass eben dort viele Rebsorten gerade in der Küvetierung dann doch von sehr großem Interesse sind und einfach auch sehr interessant sind, vielleicht dort dann auch diesen Schritt der Zeit mitzugehen. Ich denke, es ist auch ein wichtiger Bestandteil, um vielleicht auch verschiedene Steillagen einfach noch sinnvoller bewirtschaften zu können, weil der Pflanzenschutz ist halt doch ein großes Thema und in der Steillage halt, du hast es schon angesprochen, in deiner Steillage. Ich habe selber auch Terrassenlagen und wenn man dort natürlich irgendwo eine Möglichkeit findet, die Steillage doch besser nutzen zu können, beziehungsweise effektiver nutzen zu können, indem man nicht so viel Pflanzenschutz drauf machen muss und auch mit dem ökologischen Gedanken, ist es natürlich auch eine gute Alternative, da vielleicht über ein Piwi nachzudenken. Also anhand der Rebsortenliste sieht man schon, wir sind halt ein Weißweingebiet mit 75% tatsächlich Weißweinanbau. 25% sind dann die roten Sorten, die aber natürlich auch zum Teil für als fruchtige Rosés ausgebaut werden. Aber der typische Saale-Unstrut-Wein ist nicht nur weiß, sondern er ist trocken. Deswegen denke ich auch, in Ihren Paketen werden Sie größtenteils die schönen trockenen Weine von Saale und Unstrut vorfinden. 85% aller hier ausgebauten Weine werden tatsächlich auch trocken ausgebaut. Das zeigt sich auch in der Typizität. Also ich finde, die Saale-Unstrut-Weine zeigen eben auch sehr häufig die typische Rebsorten. Angaben, die bringen nochmal so richtig so dieses Rebsortenprofil hervor und das in Verbindung mit einer schönen Frische. Würde ich dem Ganzen eben wirklich auch nur anschließen. Ich denke, wenn man immer so von den Jahren bis 2018 gesprochen hat, dann hat man, denke ich, immer Saale-Unstrut irgendwo am Gaumen gehabt. Sehr spritzige Weißweine natürlich eben trocken ausgebaut, wie das Sandra schon gesagt hat. Und was mir auch gefallen hat, wir sind gerade, was diese Rebsortentypizität angeht, denke ich, sehr hoch mit dabei und können wahnsinnig geradlinige Weine ausbauen. Und dann kamen eben so diese wahnsinnigen trockenen Jahre 2018, 2019, 2020, die wir hier am 51. Breitengrad erleben durften. Ich denke, wenn dann mal vielleicht Winzer, also ich studiere zum Beispiel in Geisenheim im Rheingau, und wenn dort mal über Trockenheit geklagt wurde, dann musste ich dort eigentlich in der Vorlesung gelinde gesagt ein bisschen lachen drüber, weil wir waren dann doch irgendwo ganz andere Sachen hier gewohnt. In den Vegetationszeiten haben wir uns hier teilweise über 10 Liter Regen gefreut und wussten vielleicht am Ende von 2020 auch gar nicht mehr so richtig, wie sich Regen anfühlt. Und ich denke, da hat sich auch so ein bisschen dieser Wandel natürlich in der Zeit ergeben, den man dann stilistisch und sensorisch natürlich auch schmeckt. Und ich denke, wir werden dann auf den Weißburgunder auch nochmal zurückkommen. Das ist natürlich auch das Phänomen an den Rebsorten, wenn man die Jahre mal zurückverfolgt, die letzten 20, 30 Jahre, wo wir hektarmäßig dort vom Weißburgunderbestand herkommen und wo wir jetzt stehen, wo er dann wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr den Müller-Thurgau ablösen wird. Und das ist natürlich eine Rebsorte, die diesen Wandel des Klimas natürlich mitgegangen ist. Und Weißburgunder ist natürlich eine absolut wärmeliebende Rebsorte. Und das zeichnet, glaube ich, den 51. Breitengrad eben hier auch aus, dass wir dann eben, wir werden es dann später im Glas haben, eben auch wirklich Weißburgunder produzieren können, der sich durch alle Qualitätsstufen dann durchziehen kann. Und genau. Ja, also man sieht schon, auch wir müssen uns beschäftigen, wie entwickelt sich alles, wie geht alles weiter. Und vielleicht, wie fragt sich der eine oder andere, ja, warum kommt es denn, dass Saale-Unstrut überhaupt so viele Rebsorten hat? Ich denke, es ist auch ein Blick in die Geschichte einfach mal kurz notwendig, um das Ganze auch so ein bisschen zu verstehen. Denn Saale-Unstrut blickt tatsächlich auf über 1000 Jahre Weinbautradition zurück. Viele Jahre oder in vielen Büchern findet man immer 998 so als die heilige Zahl des Anbaus. Man kann aber davon ausgehen, dass es viel länger zurückreicht. Es gibt zum Beispiel eine Urkunde aus dem Jahre 786 in Dorndorf an der Werra. Bis dahin erstreckt sich Saale-Unstrut heute nicht mehr, damals schon, wo nicht gerade wenig Weinbau belegt ist.
Und heute sagen wir, dass die Ersterwähnung auf das Jahr 973 zurückgeht, nämlich an den Hünstedt, an den Mansfelder Seen. Also quasi in der nördlichen Enklave gibt es eine Tauschurkunde, die damals schon den Weinbau belegt. Und wir sprechen hier halt jetzt nicht nur von einer kleinen Fläche, von dem her, Weinbau spielte hier schon eine große Rolle. Und im Zuge der Ausbreitung der Klöster wurde hier in Saale-Unstrut Weinbau immer mehr zu Bedeutung. Und man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben vorhin die heutigen Zahlen gesehen. Saale-Unstrut war mal einst über 10.000 Hektar groß. Das merkt man auch an vielen Sachen. Egal, ob es alte Lagenbezeichnungen etc. sind, oft ist der Wein dort noch beinhaltet. Manchmal kann man sich auch vorstellen, wie damals noch Weinbau betrieben wurde. Ich persönlich habe es mir zum Ziel gesetzt, mit meinem Mann zusammen ein altes Stück gerade zu rekultivieren. Das dauert jetzt schon 5 Jahre an. Mal schauen. Ab nächstem Jahr soll dann so nach und nach Wein darauf. Und es ist auch eine sehr, sehr alte Lage, eine alte Steillage. Ja, 10.000 Hektar mal bei Weitem nicht mehr. Was ist also passiert? Natürlich die Zeit der Kriege, die hier wütete, insbesondere der 30-jährige Krieg damals. Später natürlich, wie in allen Anbaugebieten, echter falscher Mehltau. Und es war leider traurig, denn Saale-Unstrut hat es entweder sehr positiv getroffen oder sehr negativ, aber wir waren irgendwie nie in der Mitte, wir mussten immer vorne dran sein. Und so war es tatsächlich, die Reblaus suchte als erstes Anbaugebiet damals Saale-Unstrut heim. Und die Bücher berichten, dass binnen eines Jahres hier komplett der Weinbau zum Erliegen kam. Ja, da hier alles schon verloren war, beschloss man damals eine Rebenversuchsanstalt in Naumburg zu gründen. Und ich glaube, wenn man in Geisenheim ist, hat man den Namen Börner schon mal gehört. Und wir erfahren das immer wieder, gerade auch wenn die Antrittsbesuche der deutschen Weinmajestäten etc. sind. Und wir sagen, ja, hier hat der Karl Börner geforscht. Hier in Saale-Unstrut, nämlich bei Naumburg, in der Rebenversuchsanstalt, hat er Reblausforschung gemacht. Und er war ja der Erste, der erkannt hat wirklich, dass die Amerikanerreben eben eine gewisse Resistenz gegen die Reblaus mitbringen. Und er hat auch die erste resistente Unterlage gezüchtet. Und dann ist immer die Erfahrung groß, huch, das ist in Saale-Unstrut also anzusehen. Ja, die Reblaus-Katastrophe war geschafft. Es gab ein großes, kurzes Hoch an Saale-Unstrut. Und in dieser Zeit kam ja auch so ein bisschen der Sekt, wir hatten es vorhin schon mal im Einsteiger-Video gesehen, auf. Denn was man auch oft nicht vermutet, tatsächlich die erste Champagnerfabrik Deutschlands wurde in Saale-Unstrut gegründet, 1824. Nein, es war nicht die heutige Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei, die wurde erst 1856 gegründet. Aber bis heute spielt, glaube ich, auch Sekt eine wichtige Rolle für Saale-Unstrut. Wie ist es bei euch? Also seht ihr das auch so als ein wichtiges Thema für Saale-Unstrut? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also ich würde ja immer so Freiburg als das oder als die Weinhauptstadt an Saale-Unstrut bezeichnen. Und Freiburg trägt ja nicht grundlos diesen Beinamen Wein, Sekt und Jahnstadt nach dem Turnvater Friedrich Ludwig Jahn benannt und eben natürlich der Sekt. Einer des heutigen Sitzes natürlich der Rotkäppchen-Sektkellerei, die natürlich aus Kloss und Förster damals hervorgegangen ist. Und Sekt spielt natürlich aber auch ein Thema bei vielen Privatweingütern an Saale und Unstrut. Der Winzersekt ist, denke ich, doch eine sehr vielgewählte Sache, die eben dort auch mit im Sortiment kommt. Und ich denke, Sekt am 51. Breitengrad ist deswegen auch gerade so interessant. Wir sind vielleicht immer so als Cool-Climate-Region gehandelt worden. Ich denke, den letzten 3 Jahren kann man das jetzt nicht mehr so ganz unterstreichen, da wir natürlich auch hier Temperaturspitzen, wie gesagt, schon von 35 Grad im Sommer hatten und das auch gerne mal über Wochen lang anhaltend und auch ohne Regen. Deswegen ist, glaube ich, dieser Ausspruch immer ein wenig streitbar mittlerweile, Cool-Climate-Region. Aber ich denke, gerade in solchen Regionen, dann wo eben auch sehr viele Burgunderrebsorten hervorkommen, ist natürlich Sekt einfach eine wahnsinnig spannende Rolle. Und ich denke, wir haben dafür auch hier einen sehr guten Absatzmarkt. Und genau. Was mir vielleicht noch, weil du gerade über die Geschichte von Saale-Unstrut gesprochen hast, wir waren ja mal wirklich extrem groß und wie gesagt, die Reblaus, die hat ja in allen Regionen ihren Schaden angerichtet. Nur in Saale-Unstrut hat es halt alles, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen länger gedauert, bis wir uns komplett wieder zurückgefunden hatten. Und da hängt vielleicht auch ein bisschen die DDR-Zeit mit zusammen, wo halt der Qualitätsweinanbau ja nicht im Vordergrund stand. Na, da war es halt wirklich so, dass
eher auf Masse produziert wurde, anstatt auf Klasse, wo andere Regionen da vielleicht schon eher noch auf die Qualität geschaut haben. Und es sieht man ja auch, dass während der DDR-Zeit sind ja zum Beispiel auch keine großartigen Privatweingüter entstanden. Es sind ja fast alle so um die Wende, sind die ersten Weingüter dann entstanden. Saale-Unstrut hat ja im Vergleich auch zu anderen Weinbauregionen extrem wenig Privatwinzer, also die jetzt so komplett selbst auf die Flasche vermarkten. Und noch über die Hälfte geht auch jetzt noch in die Genossenschaft, in die hiesige hier in Freiburg, was auch die einzige Genossenschaft ist. Und da war es halt einfach so, zu DDR-Zeiten war halt so der Hobbyweinbau. Ich kenne es von meinem Großvater, wie gesagt, der hat halt da neben Ackerbau oder seiner normalen Anstellung, die er irgendwo hatte, hat man da noch ein bisschen Weinberg gemacht und hat die Trauben abgeliefert. Allerdings hat man von den Trauben oftmals gar nicht so viel zu Gesicht bekommen, weil die sind halt alle exportiert worden. An Saale-Unstrut wurden dann andere Weine getrunken. Und so war halt wirklich nur der Hobbyweinbau, aber Weingüter sind halt zu DDR-Zeiten nicht wirklich entstanden. Es sind halt die großen bestehen geblieben, aber seit der Wendezeit ist Saale-Unstrut schwer am Kommen. Und auch von der Qualität her müssen wir uns deutschlandweit überhaupt nicht mehr verstecken. Und ich denke, das sieht man auch an den Wachstumszahlen, die wir noch jedes Jahr hinlegen, dass halt der Saale-Unstrut-Wein auch immer mehr gefragt ist. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir immer sehr viel über Tradition sprechen, natürlich auch ein sehr traditionsreiches Handwerk, der Weinbau. Aber zum Schluss, wenn wir das betrachten, gerade die Privatwinzer oder die Privatweingüter, die sich darüber eben charakterisieren, wir schreiben jetzt das Jahr 2022 und es ist jetzt eigentlich seit nunmehr 30 Jahren erst möglich, seit nach der Wende 89-90, seit Flächen eben von der Treuhand wieder zurückgegeben worden, dass eben auch wieder Aufhebungen ermöglicht worden sind, dass sich dort eben dann die ersten Winzer oder damaligen Hobbywinzer vielleicht auch erst etablieren konnten zu dann Betrieben, die jetzt mittlerweile vielleicht zwischen 10, 20, 25 Hektar irgendwo stehen. Und ich meine, was sind 3 Jahrzehnte in einem so traditionsreichen Handwerk wie Weinbau, wenn man das dann vielleicht zum Beispiel mal mit anderen Anbaugebieten vergleicht, wo dann schon die Namensliste der Tradition viel, viel länger ist, befinden sich dann doch erst hier die ersten Privatweingüter in den ersten Generationswechseln. Und ich denke, das wird auch für Saale und Unstrut ein extrem spannender Zeitraum jetzt werden, der sich so diese nächsten 5 bis 10 Jahre vollziehen wird. Ja, das also zu DDR-Zeiten 2 Betriebe, das VEB Kloster Forta, das heutige Landesweingut Kloster Forta und eben die Genossenschaft, mehr gab es nicht, und eben die Hobbywinzer. Aber nicht, weil niemand wollte, sondern private Betriebe wurden einfach auch enteignet. Das muss man auch so sagen. Auch Flächen lagen einfach brach, obwohl sie nicht hätten brach liegen müssen. Das heißt, Saale-Unstrut ist immer wieder so ein Stehaufmännchen gewesen. Und ich finde, das zeichnet Saale-Unstrut auch aus. Und Luise hat gerade so ein bisschen schon mal erzählt, weil ich weiß, bei euch in der Familiengeschichte war das ja auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Genau, also wenn ich für uns sprechen darf. Unterbrechen. Entschuldigung, dass ich da jetzt reingehe. Macht doch bitte die Präsentation aus, wenn ihr euch unterhaltet, weil es ist schöner, wenn man euch sieht. Danke. Ich denke, mit Blick auf die Zeit, dadurch, dass wir tatsächlich hier auch schon ein bisschen auf dem Trockenen sitzen, ich war jetzt einfach mal so frei und habe uns schon den nächsten Wein eingeschenkt. Halt. Ich habe noch eine Frage zum Gutedel. Halt. Ich habe noch eine Frage zum Gutedel. Sorry, tut mir leid. Alles gut. Könnt ihr, also ihr habt ja gesagt, der Gutedel ist perfekt Terrassenwein, Sommer, und da möchte ich gern ein zweites Glas von trinken. Es wird aber die Frage gestellt, was esse ich denn zum Gutedel? Habt ihr da eine kurze Empfehlung? Das wäre super klasse. Und dann können wir auch zum Weißburgunder gehen. Und um die Fragen nach der Essensempfehlung für den Weißburgunder könnt ihr vielleicht auch das gleich noch mit annehmen. Also ich liebe Gutedel gerade im Sommer zu einem knackigen Salat, wirklich mit einem schönen Dressing dazu, weil er einfach auch die Frische mitbringt. So diese typischen auch Sommergerichte, wo man eben wirklich auch so ein bisschen die knackige Säure mal unterstützend mit dazu nehmen kann. So ein bisschen auch zum Geflügelfleisch zum Beispiel finde ich Gutedel auch total passend. Nicht zu schwere Gerichte, also wirklich leichte Gerichte oder sehr gut, wie du gesagt hast, zu Salaten oder vegetarischen Gerichten, weil es ist halt ein recht leichter Wein und dementsprechend auch ein leichter Essensbegleiter.
Genau, dann denke ich, ist das ein guter Punkt, um weiterzumachen mit dem Weißburgunder, weil Weißburgunder, würde ich sagen, ist ein toller Wein, der eigentlich zu fast jedem Essen passen möchte. Toller Speisebegleiter. Ich denke vor allem im Frühjahr an eine tolle Spargelsaison, die uns hoffentlich auch bald wieder bevorsteht. Ist, denke ich, richtig gut kombinierbar zu jeglichen Spargelgerichten. Dann stelle ich mir aber auch Weißburgunder, gerade bei uns auch in der Region, wahnsinnig gut zu Fisch vor, egal in welche Richtung man da jetzt gehen möchte. Da besticht er eben auch immer mit seiner schön definierten Säurestruktur und mit seiner ganz feinen Aromatik. Ich denke, wir haben jetzt auch hier einen Weißburgunder, der verspricht eigentlich alles, was ich von einem Saale-Unstrut-Weißburgunder, was ich daran denken möchte. Also vor allem eben so an, oh, manchen haben wir ganz vergessen, also wirklich so an heimische Früchte, wenn man eben doch auch mal durch diese vielen zahlreichen Streuobstwiesen, durch die Flusstäler und Flussauen unserer Weinbauregion wandert, findet man eben doch eben dann häufig auch mal gerne Apfel, Birne, Quitte. Und das sind eben vor allem so diese Früchte, die ich im Weißburgunder wieder sehr, sehr gern sehe, was sich dann natürlich auch wieder im Gaumen widerspiegelt. Und zurück zu deiner Frage, Sandra hat eben doch diese Frage gestellt. DDR-Zeit war, denke ich, keine einfache Zeit damals. Meine Familie hat es selber erfahren müssen und hat eben dann auch den Wandel verzogen in den Aufbau eines Weinguts wieder hinein. Ich denke, wie gesagt, ich bin 21 Jahre alt. Für mich sind diese Schritte ziemlich ungreifbar, weil ich muss sagen, ich denke, 90, 89 hatte, glaube ich, jeder was anderes im Kopf, als sich vielleicht Hals über Kopf in eine Genussmittelbranche hinein zu stürzen, wo eigentlich alles ziemlich unergründlich war und man hatte irgendwie gar keine Zukunft vielleicht so richtig vor den Augen. Aber bei uns oder so ging es eben vielen Betrieben damals. Man ist eingegliedert worden, eben dort in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Man hatte eben meistens Weinberge und vielleicht auch Feld zugleich, musste das natürlich abgeben und hat natürlich dann eben diese Flächen 89, 90 von der damaligen Treuhand eben wiederbekommen und Aufrebungen waren möglich, beziehungsweise hat man natürlich dann auch Flächen, die natürlich auch schon Bestandsreben hatten, natürlich auch übernommen. Und diese Zeit 90, 91, 92, 93 haben, glaube ich, wahnsinnig viele Betriebsgründungen, mit die meisten Betriebsgründungen natürlich an Saale und Unstrut, an Privatweingütern stattgefunden. Wie gesagt, heutzutage denke ich ja alles Weingüter, die so im Schnitt 10 bis 25 Hektar sich dort irgendwo eingliedern. Und das ist natürlich eben auch so, da kann man dann auch wieder diese Rebsortenvielfalt an Saale und Unstrut natürlich ganz gut erklären, denn wir haben eben auch wirklich heute noch 2021, 22 sehr, sehr alte Flächen vor uns. Also wir haben teilweise noch bestockte Flächen, die vielleicht 60, 65 Jahre alt sind, also die bis zu den Zeiten, zu DDR-Zeiten zurückgehen. Und dort war es natürlich üblich, dass Flächen eben nicht nur mit einer Rebsorte aufgerebt wurden, sondern dass man eben dort schon eben wirklich so diese Rebsortenvielfalt im Weingarten hat. Und genau, aber wieder gerne zurück zum Weißburgunder. Ich hatte es eben auch schon angesprochen. Wir sind so ein bisschen auch dieses Anbaugebiet der Extreme. Ich hatte es schon erwähnt, wir sind nicht nur ein Anbaugebiet der Extreme, was Hitze angeht. Nein, wir sind auch 2021 im Februar ein Anbaugebiet der Extreme geworden, was den Winter angeht. Wir hatten hier im Februar einen Rekordwinter zu verzeichnen. Wir hatten gleich zwei Nächte mit über minus 20 Grad in der Kernregion. Hier Thüringen hat es leider noch ein bisschen heftiger aushalten müssen, mit minus 24, minus 25 Grad in der Spitze. Und wie gesagt, ich nehme gerne nochmal Bezug auf Geisenheim. Dort sitzt man im Lehrstuhl und dort wird einem eigentlich gesagt, ja, die Rebe minus 18, minus 19 Grad, aber dann ist eigentlich längst Schluss. Und das mussten wir jetzt leider an vielen Stellen natürlich schmerzlich erfahren. Und wenn man jetzt dann doch durch Saale-Unstrut mal fährt, kriegt man vielleicht auch hin und wieder mal ein weinendes Auge, weil es eben doch die ein oder andere Anlage leider nicht geschafft hat und leider rodungsbedürftig ist. Aber dort sieht man eben mal, dass eben an diesem obersten Breitengrad, an dem wir uns befinden, dass eben immer wieder das Klima in absoluten Spitzen unterwegs ist und dass wir eigentlich fast jedes Jahr einen neuen klimatischen Rekord aufstellen. Also 2021 war eben auch für uns ein Jahr. Wir hatten einen ganz, ganz späten Austrieb erst zu verzeichnen. Wir hatten, glaube ich, mit eines der kältesten Frühjahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und jetzt aber auch nochmal, um den Bogen zu schlagen, ich denke, das ist das, was auch ganz spannend für die Generation ist, die vielleicht jetzt nachkommt und gerade für die jungen Winzer, auch für Martin, denke ich,
an Saarlouis-Institut, was es jetzt einfach so spannend macht, eben mit diesen Gegebenheiten in den Weinberg auch Bezüge zu schaffen. Wie kann ich mich dort im Weinberg anpassen? Wie muss ich eventuell Veränderungen auch schon im Rebschnitt im Winter vornehmen, um dass ich eben wirklich noch so wahnsinnig qualitative Weine schaffen kann? Ja, vielleicht auch für euch, Martin, wie war es bei euch? Also wir hatten ja lange gehofft, wirklich, wir hatten über 50 Zentimeter Schnee. Man hatte so ein bisschen gehofft, dass es die Kälte etwas abpuffert, aber wie gesagt, ich wohne im Thüringer Teil. Minus 26 Grad hatten wir hier. Wie war es bei euch? Halt, ja, es ist enorm schwierig. Also bei mir privat sind jetzt über 50% der Flächen, die Frostschäden hatten, teilweise massive Frostschäden. Und wo halt wirklich die Problematik ist, entweder komplett roden oder komplett von unten neu hochziehen, was natürlich auch vergleichbar ist mit einer Junganlage ungefähr, weil halt unten über der Veredelungsstelle was neu rauskommt. Dass es noch glücklicherweise so ist, haben wir dem Schnee zu verdanken. Es lagen so ungefähr 20 Zentimeter Schnee und was im Schnee lag, ist halt nicht erfroren. Aber es ist trotzdem so, alles von unten neu hochziehen und die gesamten Flächen neu aufbauen, hat irgendwie den Charakter von einer Junganlage, was sehr ärgerlich ist. Aber gut, jammern hilft nichts, einfach weitermachen. Und so müssen wir halt jetzt die Flächen wieder neu aufbauen. Was ich noch ergänzen wollte oder was vielleicht eine ganz interessante Hintergrundinfo ist, dass diese kleinen Flächen von den Hobbywinzern so sehr zersplittet sind, hängt halt damit zusammen, dass die Winzervereinigung oder die Winzergenossenschaft, die ja zu DDR-Zeiten viele Flächen von Privatwinzern unter sich ausgebaut hat. Dort war es so, dass man Weine, Saarlouis-Institut-Weine wieder zurückbekommen konnte, allerdings nur die Rebsorten, die man auch selber abgeliefert hat. Also da gab es ein gewisses Kontingent und so sind halt viele Weinberge entstanden, die irgendwo nur so ein halbes Hektar vielleicht maximal groß sind, was quasi Hobbyflächen sind, aber da stehen teilweise bis zu 7 Rebsorten drauf, weil der Winzer halt gerne auch 7 verschiedene Weine von der Genossenschaft zurückkaufen wollte und es gab halt nur den zurück, den man auch selber abgeliefert hat. Und ja, jetzt haben wir halt teilweise alte Anlagen mit 7 verschiedenen Sorten. Und was auch noch die Problematik war zu DDR-Zeiten, war es halt nicht so einfach mal zu sagen, ich hätte jetzt gern einen Weißburgunder auf der und der Unterlage. Da musste man schauen, was es überhaupt für Reben gab und war glücklich drüber, dass man Reben gekriegt hat und hat die halt dann einfach reingepflanzt. Und wenn das halt eine Müller-Thurgau-Fläche war, man hat aber gerade Silvaner-Reben gekriegt, ja, dann hat man die halt dazwischen gepflanzt. Also solche Flächen gibt es in Saarlouis-Institut auch noch. Ich habe auch so eine Fläche. Nur ganz kurz einhaken, also dem Jörg und mir wird es heute nicht langweilig, die Teilnehmer sind sehr wissbegierig. Also wir haben viele Fragen, das ist schön, super. Wir haben ein paar aufgeschrieben. Jörg, was hast du auf dem Zettel? Vielleicht können wir die einfach kurz durchgehen. Genau, also wir haben wirklich ein paar Gebiete. Vielleicht fangen wir mal an mit, könnt ihr was zur Bodenbeschaffenheit in Saarlouis-Institut sagen? Einfach um mal ein bisschen zu einkategorisieren, welche Bödenarten gibt es denn bei euch? Und vielleicht dann auch noch zu sagen, welche Rebsorten sind dann da eben entsprechend am besten geeignet dafür? Wobei wir jetzt schon ganz viel über Rebsorten gesprochen haben, aber nur ganz kurz und knapp, um das also mal zu einzukategorisieren. Direkt in Freiburg, also im Kerngebiet, haben wir den Rhein-Muschelkalk-Boden. Das merkt man eben auch die ganzen Terrassenmauern, das ist auch alles aus Muschelkalk geschaffen. Auch zum Beispiel, wir haben vorhin den Naumburger Dom gesehen, aus Muschelkalk, also das ist wirklich das prägende Gestein hier. Gehen wir mehr in den Thüringer Teil hinein, sind wir mehr im Buntsandstein unterwegs, also das Trias hat diese Region sehr geprägt. Das sind die beiden, wir haben ein bisschen Lösslehm als Auflage drauf, aber Muschelkalk, Buntsandstein wirklich das absolut prägende. Und vielleicht du eine Empfehlung dazu, also es ist schwierig. Ja, es ist so, es gibt Weingüter, die bauen zum Beispiel auch eine Rebsorte gleich aus auf beiden Böden, was eine sehr interessante Geschichte ist, wo man auch sehr schön die Unterschiede rauskriegt. Wie Sandra schon gesagt hat, wirklich so Kernregion, der überwiegende Teil ist wirklich der Muschelkalk, also komplett an der Unstrut runter. Und ich glaube, so die Saale-Region, dort kommt eher der Buntsandstein durch. Und es ist so, ich glaube, auf dem Buntsandstein sind die Weine allgemein etwas schwerer, ja. So, um es mal einfach auszudrücken. Und die auf dem Muschelkalk sind eher die mineralischen Weine, also die etwas spritzigeren, mineralischeren Weine.
So kann man sie, glaube ich, ganz auch einfach mal. Gerade auch sehr filigran sind. Also ich denke jetzt auch immer vielleicht von der Prestigelage vielleicht auch rund um Freiburg, um den Freiburger Schweigenberg, eben wie gesagt, das ist ein reiner Muschelkalk-Verwitterungsboden. Und wenn man eben dort an die Rieslinge und Weißburgunder denkt, das sind eben wirklich Weine mit einem sehr, sehr filigranen Charakter, sehr, sehr schön eingebunden. Super, vielen Dank. Dann kam eine Frage zum Handel. Warum findet man so wenig Weine aus Saarlohnschule im Handel? Ich glaube, also ich sage es immer selbst, ganz oder? Gerne so, wir trinken sie gerne selber. wir sind einfach sehr, sehr klein. Und gerade wenn man in die letzten 4 Jahre reinguckt, waren es keine einfachen Jahre für Saarlohnschule. Wir haben gerade schon vom Frost erzählt. Das Jahr davor hatten wir Frost an den Eisheiligen. Davor hatten wir 3 sehr trockene Jahrgänge, die eben auch zu sehr, sehr kleinen Ernten geführt hat. Und unsere Weingüter sind halt auch viele kleine dabei, das muss man auch einfach so sagen, die eben größtenteils direkt vermarkten. Und derzeit ist es leider teilweise so, dass wir mehr Nachfrage als wir auf der Flasche haben, durch die kleinen Jahrgänge zu bieten haben. Das, was im Handel erhältlich ist, unsere Genossenschaft, die dort auch eine Vorreiterrolle hat, die man hin und wieder im Einzelhandel auch findet, die eben da auch Verträge haben. Also die Winzervereinigung Freiburg ist da durchaus auch in Deutschland zu finden. Und ansonsten muss man ehrlich sagen, heutzutage Gott sei Dank Vertriebskanal, auch Internet, Homepages bei den Winzern. Wir können natürlich immer wieder gerne zu uns einladen, aber diese Möglichkeit besteht mittlerweile ja auch sehr, sehr gut. Wie viele Weingüter gibt es? Kam gerade die Frage. 50 zwischen Nebenerwerb und Haupterwerb, wir sind jeweils bei um die 30. Also ich könnte hier die genaue Zahl jetzt auch nochmal raussuchen. Es geht aber noch fast die Hälfte der Gesamtrebfläche in die Genossenschaft. Ich glaube sogar, die sind alle auf der Website aufgelistet vom Weinbauverband, oder? Das habe ich mal gesehen, dass die nach... So gut wie alle. Wir haben gerade den neuen Weinführer aufgelegt, der auch ganz, ganz frisch dieses Jahr wieder rausgekommen ist. Und dort ist wirklich ein Großteil hinterlegt. Also ich habe gerade mal die Statistik offen. Also es sind 37 Weingüter im Haupterwerb und 41 derzeit im Nebenerwerb mit Selbstvermarktung. Dann haben wir noch ein paar Agrarbetriebe, die eben und dann natürlich unsere Traubenerzeuger. Und also nimmt sich immer so ein bisschen die Waage zwischen Haupterwerb und Nebenerwerb, weil der eine wagt sich dann auch mal in den Haupterwerb hinüberzugehen. Wir haben ja hier das beste Beispiel neben uns mit Burgsvinum. Und aber tatsächlich die Hälfte des Anbaugebietes ist eben weiter in der Genossenschaft geprägt. Und VDP-Mitglieder, die Frage kam auch gerade. Wir haben 3 VDP-Weingüter. Okay. Das erste war das tatsächlich das Weingut Lützgendorf. Das war damals auch gar nicht so, also ist schon sehr, sehr lange her, als die im VDP aufgenommen wurden, war damals auch riesig, weil ein Saale-Unstrut-Weingut in den VDP war natürlich nach der Wende undenkbar. Also wir mussten uns ja da wirklich komplett neu erfinden. Dann haben wir natürlich das Weingut Pavis, was durchaus auch eine große Bekanntheit hat. Und vor, ich möchte jetzt nicht lügen, 2 oder 3 Jahren? Vor 3 Jahren ist es mittlerweile her. Ist ein ganz junger Winzer von uns aufgenommen worden, auch ein absoluter Virtuose, der die absoluten Steillagen in Saale-Unstrut bespielt, der Matthias Hai. Steillagen ist ein gutes Stichwort. Ich wollte es gerade sagen, Steillagen. Also Steillagen ist tatsächlich im Chat und in den Fragen absolut das Thema. Es ist vielleicht... Ich meine, wir haben ja heute Abend ganz viele weininteressierte Leute, die ganz viel Weinwissen dabei haben oder auch vielleicht Leute, die erst am Anfang sind von dem Weinthema. Könnt ihr vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, wie muss ich mir denn eine Steillage vorstellen? Und wie muss ich mir eine Steillage vorstellen? Ihr habt irgendwas von Terrassen vorhin erzählt. Also einfach, also jetzt wirklich nicht... Kein Referat, sondern einfach nur mal ganz kurz. Wir haben nachher auch noch ein kleines 60-Sekunden-Video. Ja, genau. Ich packe jetzt nicht die Stoppuhr aus. Und daran anschließend ist es Pflanzenschutz in der Steillage per Hubschrauber, Drohne oder vielleicht doch mit dem Seil hier an. Ich werde den Einstieg machen, werde dann an die beiden mal abgeben, weil wir bewirtschaften alle 3 eine Steillage. Ich natürlich eher im kleineren, die beiden dann schon ein bisschen im größeren.
Steillage über 30% Hangneigung. Und davon haben wir recht viel. Und die ganz steilen Lagen sind querterrassiert, eben wirklich die prägende Sache, die alten Weinbergsmauern, die auch sehr intensiv sind zum Erhalten. Und in diesen Lagen ist Mechanisierung ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber genau deswegen würde ich einfach mal abgeben. Ja, es ist so, es gibt natürlich auch Steillagen, die jetzt mittlerweile quasi wie in eine Direktzuganlage umgebaut wurden. Also Direktzuganlage bedeutet, dass man es mit auf gut Deutsch mit dem Traktor befahren kann und dann auch den Pflanzenschutz halt mit dem Traktor machen kann. Hier und da funktioniert das, weil die Flächen dementsprechend umgebaut werden konnten. Was aber jetzt wirklich die Terrassenlagen sind, dort sind wenige Flächen in Saale-Unstrut, die auf Raupenmechanisierung sind, also wo es eine Raupe gibt, die dann da durchfährt, die natürlich etwas kleiner und wendiger ist. Hier sieht man jetzt mal sehr eindrucksvoll. Ich muss noch teilen. Also. Erzähl du weiter. Und, aber in den Terrassenlagen ist halt wirklich überwiegend noch, dass man von Hand durchlaufen muss, also entweder mit dem Rucksack auf, also mit der Gebläsespritze auf dem Rücken, oder halt, dass man irgendwo zentral einen Traktor oder eine Pumpe hinstellt und mit einem Schlauch halt dann durch die Terrassen geht und mit dem Schlauch den Pflanzenschutz in den Flächen dann betreibt. Ich hoffe, Sie sehen mal das Bild jetzt so. Ist das zu sehen? Ja, wir sehen es. No, also, das ist der Freiburger Schweigenberg. Das ist so mit einer, ja, der Prestigelagen an Saale-Unstrut, was direkt neben Freiburg liegt. Das, zusammen ist das, glaube ich, so eine 25 Hektar Fläche, die halt in viele kleine Parzellen unterteilt ist. Man sieht das auch mit diesen vielen kleinen Weinbergshütten. Gut, bei der ist es jetzt mit dem Kleinen. Also manche haben da sieht man noch doch ganz schöne Bauten hingesetzt. Das Problem ist, dass auch teilweise in den Lagen auch noch Wohnhäuser stehen. Deswegen ist bei uns in der gesamten Region auch gar keine Hubschrauberspritzung mehr möglich. Es gibt auch gar keinen Hubschrauber, der bei uns spritzt, weil im Chat habe ich gesehen, von wegen Hubschrauberspritzung. Also das gibt es bei uns gar nicht. Und eine Drohne hat sich leider bei uns auch noch nicht wirklich, könnte sich eigentlich da mal einer ansiedeln, der das mal macht. Nee, also Drohne haben wir auch noch nicht. Also jeder macht wirklich noch seine Parzelle. Und dann ist halt wirklich so, wenn man so eine Fläche sieht, wie jetzt hier auf dem Bild, dann sind halt da drei Füße dem einen Winzer und die obersten Füße dann noch dem anderen Winzer oder halt so ein bisschen quer durch, also so wie die verschiedenen Grundstücke immer sind. Und jeder hat so sein eigenes System. Also wie gesagt, Schlauchleitung oder halt mit der Rückenspritze dann durchgehen, wer jetzt keine Raupe hat. Aber in den Flächen, ich denke, da fahren wenig Traktoren. Gut, wieder. So, jetzt eine Frage habe ich noch, bevor ihr euch weitermachen lasst. Das Thema gemischter Satz. Die Frage kam jetzt tatsächlich dreimal. Gibt's das? Macht ihr das? Also tatsächlich haben wir hier in Thüringen eine relativ große Jugendbewegung. Ist ein Hobby-Winzerverein und dort haben wir auch als Projekt mal wieder einen gemischten Satz angelegt. Weil vielleicht ganz kurz, was ist ein gemischter Satz? Vielleicht auch noch für die, die es nicht wissen. Also im gemischten Satz stehen verschiedene Rebsorten, die auch unterschiedlich reif werden, werden dann gemeinsam gelesen und auch gemeinsam verarbeitet. Und so kriegt man halt in allen Jahren das Beste aus allem sozusagen. Und so wurde früher einfach Wein angebaut, weil wir wissen alle, die Jahrgänge sind sehr, sehr unterschiedlich. Und so konnte man eben garantieren, dass die Weine ein gutes Mittel ergeben. Und gemischter Satz, tatsächlich, wir haben mittlerweile mal so ein kleines Projekt einfach für uns mal angelegt, um zu schauen, wie läuft das mit dem gemischten Satz. Haben da auch ein bisschen recherchiert, welche Rebsorten, wie und was zusammen. Die Jungfernlese steht dort noch aus, also einfach aufgrund des Frostes mussten wir da jetzt ein bisschen warten. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir das letztes Jahr machen können. Aber es ist nicht das Bild, was Saale-Unstrut wirklich wiedergibt. Wobei man sagen muss, also manche Weinberge, ich habe selber so einen alten Weinberg, der zu DDR-Zeiten angelegt wurde, übernommen, ist man vom gemischten Satz an manchen Stellen auch nicht weit weg. Okay, vielen Dank. Genau, dann kommen wir zum Weißburgunder nochmal zurück. Ich denke wirklich so unser Flaggschiff, weil wir hatten es gerade um die Bodenthematik, also gerade der Muschelkalkboden. Ich finde immer, unsere Weißburgunder finde ich auch ganz interessant, diese Cremigkeit, die einfach mitbringen. Und das, finde ich, zeichnet auch die Weißburgunder von Saale und Unstrut aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn man so ein Weißburgunder auch mal ein Jahr lagert von uns, kommt diese Cremigkeit noch mehr zum Tragen. Und
das ist schon sehr, sehr interessant. Der Weißburgunder ist halt auch für die Weingüter das Interessante. Er ist sehr vielfältig. Also man kann den Weißburgunder als den frischen, spritzigen Sommerwein ausbauen. Man kann aber auch einen Weißburgunder ins Barrique-Fass zum Beispiel legen und als richtigen, schweren Weißwein dann mit Holzaroma ausbauen. Und so ist auch für die Weingüter, gibt es halt wirklich die Möglichkeit, da ein bisschen zu spielen. Und es ist halt wirklich so, dass er gerade auf dem Muschelkalk kommt er halt wirklich sehr mineralisch rüber. Und ja, Weißburgunder ist halt auch von der Vermarktung her gesehen eine recht komfortable Geschichte, weil er sehr bekannt ist. Und man baut natürlich auch oftmals die Sorten an, die auch gefragt sind. Und Weißburgunder kennen viele und fragen halt auch viele nach. Und dementsprechend hat er sich auch einfach in der Region jetzt sehr stark etabliert. Und ich denke, es gibt keinen Betrieb, der nicht einen Weißburgunder irgendwo mit auf der Karte hat. Genau, wie du sagst, er zieht sich eben eigentlich durch jede Qualitätsphilosophie, durch jede Qualitätspyramide von jedem Weingut aus Saale und Unstrut, als Gutswein, ob als Ortswein, als Lagenwein oder dann eben wirklich als Spitzenwein. Und gerade als Spitzenwein hat man eben wirklich auch Jahrgänge dabei. Gerade wenn man eben wirklich an diese heißen, trockenen Jahrgänge zurückdenkt, dann ist es auch mal gar nicht so selten, dass man eben wirklich mal einen Weißburgunder trocken ausgebaut mit 13,5 Volumenprozent Alkohol hat. Und das sind eben auch wirklich Weine, die haben ein enormes Potenzial in der Lagerung. Also die möchte man vielleicht dann doch noch mal ganz gerne zurücklegen und vielleicht auch mal noch mal in einer vertikalen 10 Jahre später probieren, auch wenn das eben schwerfällt, weil in Saale Unstrut doch nur so wenig dann produziert wird und man eigentlich immer froh ist um jede Flasche, die man doch jetzt trinken kann. Aber ich denke, da machen auch Weißburgunder vom 51. Breitengrad gerade in der Spitze wahnsinnig viel Spaß. Und ich denke, wir müssen da uns, wie Martin auch schon sagte, wir müssen uns da absolut nicht verstecken. Und ich denke, wir können auch in der Spitze zeigen, was Weißburgunder kann und vor allem, was er eben auch im 51. Breitengrad widerspiegelt. Das ist eben nicht wirklich immer so dieser schwere Charakter, sondern es ist eben wirklich auch immer durch sehr Filigranität eben wiedergespiegelt, gerade eben auch in Einklang mit den Böden, mit den Muschelkalkverwitterungsböden. Also ich muss auch sagen, klar, wenn man so eine neue Lage oder eine alte Lage wieder aufhebt, ich glaube, an den Punkten seid ihr ja beide auch, ich auch gerade, und man überlegt so, welche Rebsorte auch für die Zukunft. Natürlich möchte man auch mal was Neues spielen, aber ich war mir sehr, sehr sicher, sehr, sehr schnell sicher, dass auf meine neue Lage unbedingt der Weißburgunder auf dem Muschelkalkboden dazugehört. Ich habe bisher leider noch keinen Weißburgunder in meinem gemischten Salz stehen. Von dem her freue ich mich dann auch, wenn ich ein bisschen Weißburgunder stehen habe. Wie ist es bei euch jetzt so mit dem Betrieb? Wo orientiert sich Sinn auch Weißburgunder? Also wir haben ja auch, wie Sandra schon erwähnt hat, wir wollen ja jetzt ab 22 unsere ersten Weine auf die Flasche bringen und haben jetzt dieses Jahr eine relativ große Fläche aufgerebt. Ein knappes Hektar haben wir aufgerebt und da stehen auch über 5000 Quadratmeter jetzt Weißburgunder drauf, weil wir den halt auch noch nicht mit dem Portfolio hatten. Aber ich bin halt der Meinung, der gehört einfach ins Portfolio eines Saale Unstrut Weinguts mit rein und weil ich ihn halt auch persönlich sehr interessant finde, weil man verschiedene Weine daraus kreieren kann. Ja, wenn ich da auch für uns sprechen darf, wir stehen jetzt mittlerweile an 18 Hektar und angefangen bei 0 Hektar, eben wie gesagt, die Eltern nach 90 dann erst angefangen und Weißburgunder war eigentlich so das Thema, warum wir uns ständig erweitert haben oder das war eigentlich immer das Thema, wir hatten immer eine enorm hohe Nachfrage an Weißburgunder, aber konnten eigentlich nie so die Nachfrage tilgen und sind jetzt eben bei 80% Weißwein bei uns im Betrieb. Davon muss man aber eben auch sehen, Rebsortenvielfalt natürlich da. Wir haben 12 Rebsorten in der Vermarktung und davon nimmt aber jetzt der Weißburgunder fast 30% bei uns in der Vermarktung ein. Und ich möchte eigentlich behaupten, jeder zweite Kunde, der denke ich dann doch eine Flasche Wein von uns kauft, das ist dann eigentlich meistens der Weißburgunder. Und genau. Ich glaube, da kommen Fragen. es ist wirklich verrückt, weil es kommen ganz viele Fragen und wir müssen die so ein bisschen kanalisieren, aber das macht ja nichts, weil ihr habt ja zu allen Fragen ganz tolle Antworten und es ist auch total toll, euch zuzuhören und ich traue mich ja gar nicht irgendwie ständig
mich dazwischen zu schalten. Wir freuen uns über die Frage. Aber, also es ist, es kam nochmal die Frage auch auf Facebook, dass ob denn biozertifiziert und biodynamisch zertifizierte Betriebe, ob die eine Rolle spielen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das wie in allen Anbaugebieten auf jeden Fall auch ein Thema ist. Um also euch da nicht unterstellen zu wollen, nee, damit habt ihr nichts zu tun, ob man das will. Nein, auf gar keinen Fall. Also davon gehe ich jetzt einfach aus. Ich denke, das könnt ihr bestätigen, ne? Ja, also wir haben eine Handvoll tatsächlich, die auch in der Zertifizierung sind, in der Umstellung, auch ein, zwei Betriebe, die schon umgestellt sind. Ansonsten, wenn man die Steillage sieht, so naturnah wie möglich, weil man möchte möglichst selten in Weinberg, also wirklich Pflanzenschutz, wir wissen alle, das ist eine anstrengende Arbeit. Wir haben keine Hubschrauber. Das heißt, das wird alles per Hand gemacht. Von dem her muss es auch so naturnah wie möglich passieren. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Thema Piwi bei uns schon eine Sache, wo auch viel mitgespielt wird, wo viel probiert wird auch mit. Ich denke, da Saale uns tut auch gar keine Angst. Also gerade durch die Rebsortenvielfalt, denke ich, der Weißburgunder gehört hin, keine Frage. Aber wir probieren eben auch aus, mit neuen Sorten zu spielen. Von dem her natürlich wie in allen Anbaugebieten auch ein Thema. Und wir haben auch im Anbaugebiet ein großes EU-Projekt, was jetzt nochmal verlängert wurde, wo auch tatsächlich diese ganze, wo es um Saatmischung geht, Bewirtschaftung mit Hilfe von Schafen etc. Also auch sehr, sehr interessant. Auch hier wird natürlich geguckt, wir alle müssen sehen, wie es weitergeht und wie die Perspektiven sind. Okay, und dann noch eine kurze Frage. Also ich weiß, ich bin heute Abend nur derjenige, der sagt kurz und knapp, aber ich finde es total interessant, aber es ist irgendwie so, die Zeit rennt auch davon. Wie schaut es aus mit, erzählt doch mal was, was sind denn ganz berühmte und Spitzenlagen? Okay, also das ist natürlich gerade, wo wir in der Umstellung sind, auf das neue Weingesetz, die Lagenproblematik, die Herkunft mehr in den Vordergrund zu spielen. Wir haben es vorhin schon gesagt, ich denke, der Schweigenberg, wir haben auch den Blick vorhin mal hineingeworfen auf dem Bild, was ich eingespielt habe. Wir haben jetzt nach dieser Runde noch ein kurzes Video, wo man, denke ich, auch nochmal sieht, was Saale uns tut, auszeichnet. Das ist der Blütengrund auf alle Fälle, der Zusammenfluss von Saale und uns tut. Wenn wir nach Hünstedt gucken, haben wir da natürlich auch sehr, sehr exponierte Lagen. Ja. Die Erauberge, was quasi auf der anderen Seite von Freiburg liegt. Auf der einen Seite liegt der Schweigenberg, auf der anderen Seite liegt die Erauberge, wo auch der herzogliche Weinberg ist, was so diese Ansicht, die viele mit Saale Unstrut verbinden, wie oft verwendet wird. Aber halt auch um die Hünstädter Region, was jetzt direkt am Süßen See oder sowas oder ja, überhaupt dort in diesen kleinen Bächen, die in die Seen laufen, das sind auch sehr, sehr exponierte Lagen, wo auch sehr steile Terrassen sind und wo halt sehr interessante Weine entstehen können. Direkt vor meiner Haustür liegt der Katschner Dachsberg, auch ein wahnsinnig terrassierter Weinberg, aber unsere Spitzenlagen sind halt wirklich diese Terrassenlagen und auch eben die arbeitsaufwendigsten Lagen. Ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen, was, denke ich, bei uns immer noch so relativ faszinierend ist, dass eben wirklich so jede Lage, wie sie jetzt hier natürlich beschrieben wurde, das hängt natürlich auch mit der Geografie zusammen, dass wir natürlich relativ ausgedehnt sind, dass natürlich jede Lage irgendwo ihre Einzigartigkeit hat und auch irgendwo ihre Tücken hat. Und das ist eigentlich auch so spannend, wenn man eben jetzt auch mal bei der Rebsorte Weißburgunder bleibt, wenn man eben zum Beispiel auch einen Weißburgunder innerhalb des Gebietes vergleicht, auch in den unterschiedlichen Qualitätsstufen, wird man dann doch eben auch sehr unterschiedlich schnell aufmerksam gemacht auf dieses Lagerpotenzial oder Lagenpotenzial, was eben hier an Saale und Unstrut vorherrschend ist. Das sind eben wirklich diese Lagen, die uns, denke ich, einzigartig machen hier zwischen den Flusstälern. Super, vielen Dank. Also ich glaube, wir sollten jetzt zum Rotwein kommen, wenn es recht ist. Bist du den Film noch vorher, oder? Ich würde in der Zeit, wir schenken uns den Rotwein mal ein. Sie zu Hause schenken sich bitte den Rotwein auch ein. Und ich versuche mal, den Film in der Zeit zu starten. Er geht nur 60 Sekunden lang. Und würde, glaube ich, einfach nochmal das Ganze, was wir jetzt gerade beschrieben haben, unterstützen. Ja.
Also jetzt haben wir erstmal noch ein paar Bilder eingespielt. Hier sieht man eben auch wirklich das, was wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben. Unsere Lagen. Ich suche das Video. Man sieht eben auch immer dieses Kulturmerkmal oder diese Kulturdenkmäler, die eben doch immer hoch oben über den Flusstälern thronen. Wir hatten jetzt eben im Bild in Freiburg die Schloss Neuenburg, die eben, denke ich, auch für Freiburg ein einzigartiges Wahrzeichen ist. Und es ist eben wirklich eine Landschaft zwischen den Kulturen. Also wie gesagt, eben auch der Naumburger Dom, der eben jetzt auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und es ist eben wirklich auch eine Zeit, oder man kann es eben auch sehr gut nachvollziehen, eben dieses Land Wein aus Stein. So. Er will nicht starten. Ach ja. Ich gehe noch mal kurz aus der Teilung raus. Ansonsten hoffe ich, dass Sie sich schon alle den neuen Wein eingeschenkt haben. Ich kann mir dann in der Zwischenzeit ganz kurz noch mal was zu dem Breitengrad 51 sagen, weil das ist ja auch eine Dachmarke, die ihr, oder wie nennt man das, ein Magenwein von verschiedenen Winzern, der da entstanden ist. Wollt ihr da kurz ein paar Sätze zu sagen? Die Frage kam auch. Ja, ich denke, da kann ich ganz gut übernehmen. Breitengrad 51 ist ein Verein an Saal und Unstrut, der sich gegründet hat und vor allem eben aus dieser Interesse heraus gegründet hat, dass Qualitätsmerkmal an Saal und Unstrut möglich ist. Und vor allem nicht nur alleine Qualität, sondern eben natürlich auch Herkunft, die unverwechselbar ist. Herkunft, die natürlich sehr, sehr eng gerafft wird. Und wir versuchen eben, es ist immer ein Wein in jedem Jahrgang, der sich Breitengrad 51 nennen darf, der sich auch erst dann Breitengrad 51 nennen darf, wenn er von einer Jury dafür beurteilt worden ist, dass er dafür positiv bewertet worden ist. Und wir sind jetzt mittlerweile 8 Weingüter, die dieses Qualitätsanstreben in Saal und Unstrut haben, jedes Jahr einen Wein eben zu produzieren, der eben wirklich diesem Breitengrad 51 tauglich ist. Es sind eben wirklich auch vorrangig die Rebsorten, die natürlich bei uns in der obersten Spitze eine Rolle spielen. Und wir möchten natürlich da auch über die Tore hinaus des 51. Breitengrades zeigen, dass wir hier an Saal und Unstrut, egal ob das ein Weißburgunder, ein Riesling oder auch gerade im Rotweinbereich, wir haben jetzt einen blauen Zweigelt im Glas, ob das ein blauer Zweigelt oder ein Spätburgunder ist, die eben wirklich auch qualitätsorientierte Weine sind und die vor allem eben auch herkunftsbezogen sind. Und darüber hinaus hat der Breitengrad 51 auch eine gebietsinterne Cuvée von diesen 8 Weingütern, die wir eben sind, nennt sich die Allerhand, sozusagen ein junger, frischer, spritziger Terrassenwein, das Kind des Breitengrad 51. Super, danke. Und ich glaube, jetzt ist das Video bereit, oder? Ja. Super. Entdecke Saale Unstrut in 60 Sekunden. Durch das Land aus Wein und Stein kannst du wandern, gemütlich paddeln und sogar segeln. Versüß dir das Leben. Fühl dich wie Robin Hood. Lausche königlichen Instrumenten und atme einfach mal tief durch. Lass die Korken knallen. Radel bis zu 130 Kilometer weit. Zu großen Wunderwerken. Und staune über die ganz Kleinen. Oder geh auf Zeitreise. Mach endlich mal Kohle. Besuche Mönche und die schönste Frau des Mittelalters. Die Gegensätze machen's. Du kannst einen schnellen Abgang haben, einen verdammt nassen oder einen samtig trockenen. Und dann belohn dich am Ende des Tages. Beende ihn stilecht und schlafe weinselig ein.
ich denke, das konnte Saale Unstrut in einem Kurzabriss wirklich nochmal zeigen, was es auch ausmacht. Und bevor wir den Rotwein jetzt gleich thematisieren wollen, weil wir es einfach vorhin davon hatten und ich habe in das ein oder andere Seminar mal hineingeschaut. Wir gehören ja zu den kleinen Weinanbaugebieten und gerade wenn man so die Rebsortenentwicklung der letzten Jahre oder die Rebflächenentwicklung der Kleingebiete angeht, hat man bei dem einen oder anderen doch gesehen, dass es stagniert oder eben sogar rückläufig war. Und auch da ist Saale und so ein bisschen die Ausnahme. Also man sieht hier wirklich das, was wir auch beschrieben haben. Wir haben hart dafür gearbeitet, unsere Weingüter haben wirklich mit sehr viel Enthusiasmus in den letzten Jahren Saale Unstrut gestaltet. Und ich glaube, das macht auch unsere Region so einzigartig. Dieser absolute Stolz, der da ist, auf das, was in so kurzer Zeit, das ist ja im Prinzip ein Wimpernschlag im Weinbau gesehen, entstanden ist. Und wenn man jetzt schaut, ich hatte ja vorhin die aktuelle Zahl, wir haben die 800 Hektar geknackt, ist dort wirklich eine absolute Steigerung der Rebflächen zu verzeichnen. Vielleicht aber auch zu diesem Punkt, weil ich denke, gerade das wird ja in diesen Jahren auch so ein Thema sein, wo wollen wir uns hinentwickeln. Und da ist Saale Unstrut sich doch sehr sicher. Wir wollen jetzt nicht plötzlich 5000 Hektar haben, sondern klein, aber fein bleibt so bestehen. Ja, die Technik. Andreas, jetzt müssen wir übernehmen, weil irgendwie scheint gerade das die Ganze zu haken. Ich habe zuerst gedacht, es liegt an mir, aber offensichtlich nicht. Also, ich habe auch kurz überlegt, aber oder offensichtlich nicht. Alle Zuschauer hören jetzt noch Sandra reden und nur wir beiden nicht. Also ich glaube, die Verbindung vielleicht kurz im Chat durchgeben. Hört ihr die Sandra? Ich glaube nicht. Nein, Sandra ist auch weg. Wir sind noch da. Ja, wir müssen jetzt übernehmen und müssen eben entsprechend weiter. Ach so, jetzt ist er auch weg. Also ja. Die Kompetenz zum Thema Saale Unstrut liegt eher bei den drei Sehnern. Wir können dazu wenig sagen, aber vielleicht können wir schon mal. Also das Einzige, meine Kompetenz ist dazu, dass ich jetzt auch den blauen Zweig im Glas habe und den probiert habe. Also von daher, also, ja. Wir können ja schon mal darauf hinweisen, am 3. Februar geht es weiter. Also wir machen hier noch weiter, wenn die Sandra, ich nehme an, die schalten sich gleich wieder dazu. Am 3. Februar geht es weiter mit dem Yannick Schumann, Master of Wine, zum Thema Sachsen, das nächste Anbaugebiet. Also wer sich da noch nicht angemeldet hat, gerne tun. Wir stellen den Link auch gleich nochmal in den Chat rein. Und ja, Weinpakete gibt es auch schon. Die sind auch schon online. Auch da findet ihr den Link dann im Chat, beziehungsweise auf derselben Seite wie die Anmeldung. Das Video von heute Abend werden wir auch online stellen auf YouTube. Da gibt es dann auch einen Link, den schicke ich auch nochmal an alle Teilnehmer morgen oder Montag, sobald er fertig ist. Ich rede jetzt mal ganz langsam und gucke, aber Sandra kommt noch nicht. Ein Thema, der Jörg hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, auf das wir immer hinweisen, weil es wichtig ist, das Thema A. Also wir hatten ja im Dezember für diejenigen, die dabei waren, Podcast veröffentlicht, wo wir nochmal mit dem Peter Krichel gesprochen haben, Winzer von der A, der damals bei dem allerersten Seminar auch schon dabei war. Das war noch vor der Flut. Und es ist noch viel zu tun und die Leute freuen sich über Hilfe. Und da gibt es immer noch eine Seite vom Deutschen Weininstitut, wo wir die Hilfsaktionen alle aufgelistet haben, sowohl wenn man persönlich vor Ort helfen will oder auch was spenden will. Also da kann man nachschauen und die Leute freuen sich und es ist wirklich noch dringend notwendig. So, jetzt schauen wir mal. An der Stelle kann ich dann jetzt vielleicht auch noch mal hinweisen, weil du gesagt hast Podcast. Wir haben ja auch Podcasts zu allen unseren 13 Anbaugebieten. Und da ist natürlich auch Saale Unstrut dabei. Und das kann man sich dann auch anhören, was den Wein und auch die Touristik in Saale Unstrut ausmacht. Kann man da eben auch noch mal in aller Ausführlichkeit sich anhören. Genau. Und jetzt kommt der Link, Achtung, im Chat. Das ist der Link für die Anmeldung zu den Seminaren. Und
Jetzt kommt gleich der Link. Die Hilfsaktion an der A. Und ja, die Sandra scheint abgestürzt zu sein. Ich schaue nochmal nach parallel. Ja, Jörg. Ja, dann lass uns doch versuchen, über den Zweigel zu sprechen. Also ich war total wirklich überrascht, dass ein blauer Zweigelt, jetzt muss ich völlig improvisieren, blauer Zweigelt im Paket war, weil ich dachte eigentlich, naja, das ist jetzt nicht so die typisch deutsche Rebsorte, aber naja gut, ich dachte, super klasse und habe mir auch ein Paket besorgt und habe das dann versucht, heute Abend hier im Glas zu haben und habe den eingeschenkt und bin total positiv überrascht, was ich hier im Glas habe. Wirklich? Vielleicht können wir im Chat oder im Frage und Antwort die unsere Zuschauer dazu animieren, was über den Zweigel zu sagen. Ich höre uns doch gar nicht mehr. Wir reden aber nur. Die Sandra scheint auch wieder da zu sein. Es dauert eine Sekunde, bis das Bild wieder da ist. Nein, dennoch rufe ich trotzdem dazu auf. So, keine Ahnung. Ich, könnt ihr uns die Kamera wieder freigeben? Das dauert eine Sekunde. Das habe ich gerade gemacht. Also wir haben ja jetzt wirklich gerade richtig Stress gehabt, während Sie hoffentlich schon den Wein probiert haben. Denn also, irgendwie haben wir jetzt einen Hotspot gesetzt. Also. Also ich muss sagen, wir hatten überhaupt gar keinen Stress, weil ihr so da wart. Nein, also auf gar keinen Fall. Das freut schön, dass uns, dann kommen wir jetzt dazu und wir probieren mit euch gemeinsam den Zweigelt. Aber wir hören auch gerne weiter zu, wie Sie den beschreiben. Ich habe gerade in meiner Nicht-Verzweiflung, um das mal so zu sagen, aufgerufen im Chat, zu sagen, was die Leute über den Zweigelt im Glas sagen, also die Leute, das sind die Leute, also unsere Zuschauer dazu sagen. Und da kommt jetzt auch schon direkt hier, Zweigelt ist eine tolle Rebsorte. Und von daher sagt ihr doch was über blauer Zweigelt. Und ich habe gerade gesagt, ich wunderte mich, warum ich einen blauen Zweigelt in dem Paket hatte. Ich stelle jetzt mal ganz platt die Frage, warum? Ja, warum? weil der Zweigelt einfach ganz viel Geschichte von Saale und Struth widerspiegelt. Er ist quasi als Unfall in diese Region gekommen. Wir hatten vorhin Thema DDR-Zeit, es gab nur die zwei Betriebe und es war unglaublich schwer, auch an Reben zu bekommen, weil wir hatten keine eigene Rebschule. Das heißt, man freute sich über alles, was man über gute Beziehungen bekam an Reben. Und eigentlich sollten es Müller-Thurgau-Reben sein, die das VEB-Kloster Forta da pflanzte. Und als die ersten Trauben tatsächlich dran waren, waren die plötzlich eben nicht weiß, sondern sie waren rot. Und das ist einfach die Geschichte, wie der blaue Zweigelt in diese Region gekommen ist. Nämlich überhaupt nicht geplant. Und man hatte ihn auch in die Spitzenlage gepflanzt und erkannte sehr schnell, Blauer Zweigelt und Saale Unstrut, das spielt sehr, sehr gut zusammen. Und dass man das erkannt hat, wir haben nämlich auch sozusagen das Geschwisterkind des blauen Zweigels im Anbaugebiet und sind damit tatsächlich das einzige Anbaugebiet in Deutschland, was den hat, nämlich den André. Dort sind die Eltern genau andersrum. Und der André ist gepflanzt worden oder ist gekreuzt worden, aber in der Slowakei unten. Und wir wissen alle, der blaue Zweigelt, der kommt aus dem guten Österreich zu uns. Und bis heute haben wir beide Rebsorten. Und deswegen, es gibt kaum eine Rebsorte, die auch so geschichtsträchtig im roten Bereich ist. Und natürlich sind wir keine Rotweinregion, aber wir können auch stolz sagen, auch vor zwei Jahren, vor einem Jahr, 2021, hat tatsächlich auch ein blauer Zweigelt es geschafft, den Deutschen Rotweinpreis zu gewinnen von Saale und Unstrut. Und ich denke, einfach, man kann diese Probe heute wirklich unter das Motto stellen, Saale und Unstrut überrascht. Und das wollte ich Ihnen auch mit dem Weinpaket mitgeben oder mit der Auswahl der Rebsorten. Ja, Saale und Unstrut überrascht. Genau, ich denke auch, was Sandra gesagt hat, natürlich definieren wir uns als Weißweinanbaugebiet, aber ich denke auch Rotweine, gerade wenn wir eben solche Rekordsommer haben, wo wir eben wirklich 35 Grad an der Spitze zu verzeichnen haben, wo wir lange warten müssen auf Regen, schon gar nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt,
ich denke, gerade solche Jahre sind natürlich prädestiniert dafür, auch Rotweine in der Spitze zu keltern. Und ich denke, nicht das zuletzt sorgte dann eben auch vor einem Jahr für absolute Furore, wo eben dieser Rotweinpreis an den 51. Breitengrad an den Blauen Zweigelt übergeben wurde. Aber ich denke auch, im Blauen Zweigelt, den wir eben im Glas haben, weil jemand meinte im Chat, ich finde nicht, dass hier Österreich kopiert wird. Und das hat mich jetzt auch leicht zum Schmunzeln gebracht, weil ich das sehr ein schönes Argument finde. Wir haben natürlich wirklich eine volle, schöne Nase eben von wirklich einer schönen Kirscharomatik, fast so ein bisschen an Sauerkirsche erinnert. Und es sind eben wirklich auch Weine, also gerade wenn man eben 18, 19 oder dann vielleicht auch später 20 im Glas hat, es sind eben wirklich auch Rotweine, die sehr viel Charakter haben und von sehr viel Komplexität zeugen und sehr viel Körper natürlich. Im Blauer Zweigelt ist noch ein interessanter Punkt, dass er jetzt nicht nur als Rotwein ausgebaut werden muss. Es gibt auch Betriebe, die bauen den halt als Weißherbst oder Rosé aus. Und auch da macht der Blaue Zweigelt eine sehr gute Figur und ist eine sehr interessante Geschichte, die man, glaube ich, nicht so oft sieht. Also in dem Fall, wir haben jetzt tatsächlich einen Blauen Zweigelt auch von alten Reben im Glas, der eben auch im Barrique anteilig ausgebaut wurde. Und das macht halt auch so Spaß. Also Wein soll Spaß machen, mit Wein möchte man spielen, man möchte ihn mal so ausbauen. Und der Zweigelt zeigt eben auch seine Facetten, genau wie wir das vorhin beim Weißburgunder hatten, dass die Winzer sich da auch sehr verwirklichen können und dass sie auch ihr Gesicht in dem Wein widerspiegeln können. Und das macht den Blauen Zweigelt, glaube ich, auch zu etwas Besonderem und einer besonderen roten Rebsorte an Saal und Unstrut. Also ich finde den Blauen Zweigelt in meinem Glas total klasse. Vielen Dank dafür. Könnt ihr ganz kurz noch was sagen zur Rebsortenverteilung Rotwein in Saal und Unstrut? Also es ist nicht minder vielschichtig als beim Weißwein. Tatsächlich, wenn wir hineinschauen, sind es also Zweigelt tatsächlich eine der wichtigsten Rebsorten, die wir mit haben. Vor allen Dingen eben im gehobenen Bereich ganz oben stehen noch Dornfelder und Portugieser. Einfach auch der Geschichte gefolgt. Da ist der Anbau aber doch ein bisschen rückläufiger. Wobei ich sagen muss, Portugieser für mich eine Sorte, ich habe ihn selber stehen, der auch in den letzten Jahren sehr überrascht hat. Also teilweise sind Portugieser entstanden, wenn man die im Glas hat, denkt man, das kann kein Portugieser sein, weil sie so viel Farbtiefe bekommen haben. Und auch so eine Fülle, den hat einfach diese trockenen Jahrgänge gar nicht geschadet, sondern ihm ein gutes Gesicht gegeben. Wir haben Spätburgunder, wir haben Frühburgunder, wir haben relativ große Flächen Regent, die sich vor allen Dingen im Thüringer Teil erstrecken. Regent waren wir auch mit die Ersten, die den angebaut haben. Es waren zwar nur 2 Jahre, da hatten wir die größte zusammenhängende Regentfläche der Welt. Aber nur, weil wir die Ersten waren, die ihn angebaut haben mit. Aber so ein kleiner, ich habe ja schon vom André gesprochen, aber auch Cabernet Mitos, Cabernet Dorsa ist zu finden, Pinotin, Cabertin. Also gerade im roten Bereich wird noch viel, viel mehr mit jungen Sorten gespielt. Cabernet Jura, Cabernet Cortes, Merlot. Und genau diese Rebsortenliste zeigt eigentlich schon wieder, was Saale Unstrut auch auszeichnet. Also Saale Unstrut ist eben überraschend, ja, und ich sage immer, wer hierher kommt, der kann immer wieder was Neues entdecken, geht uns, glaube ich, auch so, also manchmal sind wir sehr erstaunt, wenn wir in den Kellern unserer Kollegen unterwegs sind und die sagen, ich habe hier aber noch was ganz Besonderes, und dann hat man plötzlich wieder was Neues entdeckt, aber das macht Saale Unstrut auch so einzigartig und macht auch Spaß. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe gehört und es gibt ja auch Weinfeste bei euch, wenn sie dann wieder stattfinden. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein paar Worte zu sagen, ein bisschen Werbung machen, denn das ist ja auch durchaus eine Reise wert. Ja, wenn kein Corona ist, sind wir auch gut im Feiern. Tatsächlich, wir haben viele schöne Veranstaltungen. Also am 2. September-Wochenende findet normalerweise das größte Weinfest Mitteldeutschlands statt. Etwas ganz Besonderes, weil ganz Freiburg ist einfach abgesperrt und wird 3 Tage zum Weinfest. Dort sind dann all unsere Winzer zu finden. Der Wein steht wirklich im Mittelpunkt und früher hat man das Fest eigentlich initiiert, um die Keller leer zu machen für den neuen Jahrgang. Das hat sich, jetzt heben wir schon ein bisschen auf für das größte Weinfest, ist aber immer ein ganz, ganz tolles Fest. Wir haben den Weinfrühling gesehen,
am 1. Mai. Dort kann man wirklich entlang unserer Steillagen wandern. Im Freiburger Teil hat dann die einzelnen Weinstände. Man kann direkt im Weinberg sitzen. Da erinnere ich mich an schöne Stunden auch bei euch im Weinberg, Martin. Da werden Sie auch die beiden definitiv antreffen können mit ihren Weinen. Wir haben aber auch die Weinmeile. Also wer einmal überlegt, wo soll es denn hingehen zu Pfingsten? Der kann tatsächlich an den historischsten Lagen mit langwandern, die die Mönche angelegt haben, einmal von Bad Kösen nach Rosbach. Auch was ganz Besonderes vielleicht im August, erstes Augustwochenende, vielleicht eines meiner persönlichen Highlights, da ich da doch meistens vielleicht gar nicht so sehr bei uns im Betrieb mitstecke, denn dort sind die Tage der offenen Weinkeller und dort kann man sich auch mal einen Blick hinter die Kulissen verschaffen der einzelnen Winzer und kann eben auch einfach mal dort Blicke hinwerfen, wo die Weine tatsächlich im Keller geboren werden. Und dort hat eigentlich nahezu jedes Weingut an Saal und Unstrut geöffnet. Das ist eine wunderschöne Veranstaltung. Man kommt zusammen mit vielen Leuten von nah und fern und ist eben wirklich eine wahnsinnig schöne Zeit, um eben einfach mal einen Blick dahinter zu werfen und auch einfach mal das Gespräch mit dem Winzer natürlich selber zu suchen. Und ich denke, also Wandern, Radfahren, mit dem Kanu unterwegs sein, Saal und Strut lädt auch einfach zum aktiven Erleben ein. Und das kann man das ganze Jahr über, egal ob bei den Straußwirtschaften oder bei kleinen Veranstaltungen, also einfach mal in den Veranstaltungskalender hineinblicken. Gibt es den online, den Veranstaltungskalender? Ja, der ist auf dem Saale Unstrut-Tourismus mit angegeben, einfach weil er normal gibt es ihn in gedruckter und auch in Online-Versionen, aber einfach, weil man sehr dynamisch reagieren muss, ist das jetzt an den Saale Unstrut-Tourismus angedockt. Dort stellen unsere Winzer ihre Termine ein. Die Internetseite ist die Adresse? Ich stelle sie nachher noch. Okay. Ja. Super. Es gibt auch fast jedes Wochenende was. Es lässt sich natürlich auch jedes Weindorf nicht lumpen. Ich sehe schon. Da müssen wir mal hin, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Weine haben mich jetzt echt schon überzeugt und jetzt dachte ich auch, so, wo muss ich mich jetzt hinwenden, weil ich will dahin. Sandra, habt ihr noch, haben wir euch unterbrochen, habt ihr noch Themen? Seid ihr durch? Nein, ich denke, wir würden einfach an der Stelle noch auf die Fragen eingehen und falls auch irgendwas offen sein sollte, stehen wir natürlich auch im Nachhinein gerne Rede und Antwort. Also da kann auch gerne an uns weitergeleitet werden, weil man kann ja in so einem Seminar auch immer nur einen kleinen Ausblick geben und ich hoffe, das könnten wir machen und Ziel soll einfach sein, ich meine, Sie müssen Saal und Strut einfach mal selber erlebt haben. Das werden wir machen, auf jeden Fall. Wir werden es selbst erleben und ich glaube, unsere Teilnehmer heute Abend sind da auch auf jeden Fall überzeugt und werden das tun. Also es wird ein Run auf Saale Unstrut geben. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Teilnehmer. Das war heute sehr rege. Also die Fragen, es kamen sehr viele Fragen rein, ihr wart sehr interessiert. Auch an der Anzahl der Teilnehmer und auch noch immer noch alle dabei am Schluss. Das ist ja auch immer ein gutes Zeichen. Das war jetzt auch nicht langweilig. Und für euch drei, es kam viel Lob, also im Chat, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Also auch an der Stelle herzlichen Dank. Wir haben sehr viel gelernt, Jörg und ich auch. Ja. Und wir freuen uns auf das nächste Seminar. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, als wir kurz Zeit hatten, auf sowas einzugehen. Am 3. Februar der Jannik Schumann, Master of Wine aus Sachsen, wird uns das Anbaugebiet Sachsen vorstellen. Und Weinpakete gibt es auch schon online. Man kann sich anmelden. Ja. Auf die A haben wir auch hingewiesen, den Link habt ihr auch gekriegt, also da ist immer noch viel zu tun und die Videos stellen wir auch auf YouTube morgen, hoffentlich schaffen wir es, ansonsten am Montag. Ja, Luise, Martin und Sandra, vielen Dank. Jörg, dir auch vielen Dank. Ja, danke dir, Andreas. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, oder, davon gehe ich aus. Ja, genau, also. Dann allen und schönen Abend. Zum Wohl. Bis bald.